Curtis, by the way, gebannt auf State 4 oder so. Ja, ach stimmt, genau. Da war ich mit, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat mir gesagt, das ist aber nur ein Sicherheitsbann. Hallo. Oder, ¿qué pasa este? ¿Bist du denn in meine Barrio, sí? Ich so, bin Vagos. Aber ich habe mich da nicht drum gekümmert, ob ich dann Sicherheitsbann habe oder nicht, weil mir das egal ist. Angeblich OC-Talk oder so, ich wüsste nicht, was ich gesagt habe. Aber kann nur sein, dass ich kurz einen Kicker im Kopf hatte. Und mit Johnny im Auto saß und irgendwas gesagt habe oder so. Ich kann mich nicht dran erinnern. Kann man Clips reinschicken? Ich glaube nicht. Probier mal. Wenn du getimeoutet wirst, dann soll Mod dich wieder, soll er wieder wegmachen. Pascal, das hat der Da Vinci für mich gemacht, den Hintergrund. Kannst du mit Ausrufezeichen Wallpaper im Chat, kannst du den runterladen. Oder das normale Bild. Virus Vanni, Dankeschön für den Resub im 15. Aber so ein Mexikaner oder Vagos LP von dir mit Johnny würde ich auch mega fühlen. Kann nur gut werden, sowas. Müsste ich lernen. Hätte ich auch Bock drauf, aber es ist schwierig, Mann. Oh, richtig. Kommst du in meine Barrio, sie? Was machst du für Fax denn? Irgendwie so in die Richtung. BVB-Fan oder was? Ja, natürlich. Hallo? Was ist das denn für eine Frage? Lena, Nonstop Schande ist so. Stich in mein Herz. Was laberst du, als ob? Was denn, Uni? Was denn? Das mit Spanisch oder was? Was ich auf jeden Fall, glaube ich, machen werde, ist Big Peanut RP. Seit wann, du Ekliger? Was willst du? Ich bin kein Fußballfan, Junge. Aha. Wo willst du denn hin? Hallo. Hallo? Wo willst du hin? Hallo, willst du nicht reden? Ist okay, ich kann auch reden. Ich habe heute ein gepanzertes Auto gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, Wo ich willst hätte du gerne ein hin? Zebra. Ach so, ich möchte nur mal eben kurz zu Ich Kleidungsladen. muss das Auto einmal umarmen. Er habe ich Wie auch schon. findest du meinen neuen Style? Sick. Zähl dir auch, was gab Schwarz sein. Siehst du aus wie ein dicker Hummel. Das ist gemein. Ja, dann fahr, fahr. Ich muss Telefon. Verschwinde, Schwein. Wein. Ja, Opa will Bunker. Hallo. Ich glaube, hier wird gerade wieder Teamspeak-Probleme. Komm ins Barrio, amigo. Mert, Dankeschön für den Gift, Zappen in die Community. Und Spring Nick, du Simp, Dankeschön für den Zappen Lena. Die hat genug Geld. Was geht ab? Dach. Tag. Grüß dich, was geht? Was machen? Es geht gerade. Kreisklin. Gerade chillen Geil. und wir haben einen Plan gerade, glaube ich. Machen wir das Wolltet ihr Adams. nicht mit Käse und Stein was machen? Ja, deswegen planen die ja gerade. Wir Ich haben weiß aber aber nicht, ob gerade ein das jetzt ins Problem. Laufen geht. Was denn? Wir kommen an keine Masken. Warum? Warum? Bei direkt bei den Masken, da hat sich eine Gang verschanzt und die Cops sind da eingeritten und da ist alles dicht, da kommst du nicht ran. Also ich habe ein paar mitgenommen, aber ich habe nicht genug Hol Fahrgeld. dir noch schwieriger Luft, Crack. Wieder. Grüßt euch. Ja. Tag, der Herr. Soll ich weggehen? Nein, nein, alles Gucci. Wolltest du nicht mit Käsestamm was machen? Ja, machen wir auch gleich. Ja, das heißt, wir kommen jetzt runtergefahren, im Maskenladen, kaufen das Zeug und dann treffen uns direkt im Parkhaus. Dann quatschen. Wir sind zu wenige. Wenn Wie dann zu nur. wenige. Jut, 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 jut. Bis gleich. Wenn dann nur FIB. Ja, wir machen das jetzt wie folgt. Wir fahren jetzt los, kaufen die Masken. Ja. Also ein Auto fährt los, kauft die Masken, die restlichen. Alle holen sich schon mal das Outfit raus. Dann fahren wir schon mal Treffpunkt wie immer. Ja. Quatschen da durch. Du Ja. rufst zum Beispiel die FIB-Agents an, wir quatschen die Eckpunkte von wegen, ne, wo, wann, wie, was und so. Ja. Und dann zack, 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 yalla, yalla. Warte mal, was habt ihr vor? Okay.
Der wir Part brauchen 3 noch kommt ein paar jetzt. Kätzchen. Was für ein Part 3? Part 3 von 10. Ja, Part 3 bedeutet Bilder, ich in Handschellen im Gefängnis. Ja, vielleicht immer nicht. Nein, heute nur, heute ruhig. Heute ja, aber was haben wir vor? Ja. Ja, wir müssen, also Jamal hat doch jetzt in den letzten Wochen diese FAB-Leute immer, haben den Hops genommen. Ach, du willst dich mit denen treffen? Ja. Ja, und ja. Dann, und dann kommen wir da an, wir knüppeln Jamal um, weil er fresh ist. Wir nehmen die 3 Agents mit, oder wir hoffen, dass 2, 3 Agents dabei sind. Nehmen die Hops, machen die nackig, also nehmen die erstmal mit von da, machen die dann nackig und setzen die dann aus und dann Thema erledigt. Ja. Ich habe zwar letztes Mal schon gefragt, aber diesmal fällt jetzt mir keine Menschen. Diesmal wird keiner gezwungen zu schießen. Ja, richtig. Ich fahr Auto. Also. Ich verpiss mich. Sofort. Ja. Wie, du verpisst dich? Ja, wenn's knallt, hau ich ab. Du lässt Leute aber nicht stehen. Nö, ich bin noch nicht der Welt. Fährst du auch. Aber ich fahr nur dann. Ja, wenn, aber Dingetzen, wir wollen Fahrerfunkgeräte, ne? Kannst du mit umgehen? Funken, ja, da muss wer anders. Ja, okay, ich kann funken. Jammer hat mir das gezeigt. Ja, genau. Wenn ich schon mal verhaftet werde, ne? Dann let's go. Was für ein Outfit? Ich hab keinen Klamotten. Ja, wir haben Klamotten. Außerdem hab ich mich frisch angezogen, Mann. Guardian, ich dachte, heute ist Sonntag. Guardian und Taurus. Taurus ist alles voll. Ja, und die machst auch eine Tasche? Jetzt. Ich brauch Tasche. Tasche ist im Taurus drin. Ich baller nicht, mein Arm tut eh nur weh. Ja, ist ja gut. Da sind keine Taschen drin. Im Guardian? Ne, im Taurus. Nee, das ist klar, aber im Guardian. Dann sage das doch. Ja, hab ich doch gesagt, dass im Guardian. Und was soll ich raus, also? Die Outfits sind hier drin oder da drin? In einem von den beiden Fahrzeugen. Also diesen Pilotenhut? Ich brauche Magazine. Jamma. Hört es? Jamma. Hört es? Ja. Hast du das rausgeholt? Ich hab, aber da sind keine Magazine. Keine bitte was? Keine Schuss für die Waffe. Brauchst du denn Schuss für die Waffe? Ja, falls mal richtig hart auf hart kommt. Ja, okay, warte, hier. Hart auf hart hast du das hier. Nö. Ja, dann geht wieder. Nö. Ja, dann kriegst du die hier, warte. Aus E2. Ich hab eine Pistole. Ja, dann gib mir deine leere und dann kriegst du meine volle. Ich werd ja doch eh dann umgeknüppelt. Ach, stimmt. Ja, danke. Ja, aber du willst dir... Was, wenn du stirbst? Die schlagen mich ja nicht tot, die schlagen mich ja nur K.O. Ich würde dich totschlagen. Ja, das ist mir bewusst, du Arschloch. Warte, soll ich mich kurz umziehen, Emma? Ja, mach mal bitte. Oh. Ja. Ja, und dann kriegst du die Maske kriegst du dann noch. Und dann passt das alles. Echt leer? Mila. Okay. Maske gilt kaufen? Maske gehen wir gerade kaufen, ja. Okay. Dann haben wir alles. Mila. Mila. Diese Absen kommt von Homestead, von immer dabei. Von den Uwan und irgendwann haben da so Hacker das auch übernommen und sind immer damit rumgerannt. Ich war im Krankenhaus. Hallo? Könntest du fährst, ne?
Ja, aber was fahre ich denn? Jugular? Ja, Jugular, so wie immer, ja. Okay. Okay, dann gebe ich dir schon mal vor ein Funkgerät. Also, du gehst dahin und triffst dich, wir kommen, bla bla bla, knüppel knüppel, zacki genau, zacki und so sofort weg, ne? Bla, bla. Genau, ihr nehmt dann die drei oder zwei, je nachdem wie viele das sind, nehmt den mit in den Jugular, in die Jugulas, fahrt die an einen anderen Ort, damit ne, nur ich da liegen bleibe. Und dann war's das. So, dann macht ihr die nackig, lasst die dann da stehen und dann ist gut. Also so gesehen dürfte nicht ein Schuss abgegeben werden heute. Hoffentlich. Ruhe. Bruder, ich weiß nicht mal, wie man das Funkgerät benutzt. Also im Grunde genommen. Bin ich doof? Versprechen kann man das natürlich nicht. Boah, ich check grad gar nichts. Hä, bin ich dumm? Sind die schon nochmal los wegen den Masken? Ja, sind die. Okay. Ich hab Angst, das wegzuwerfen. Ach, das kann man gar nicht benutzen, ne? Gibt es schon eine Frequenz? Ja, ich hab die aber vergessen. Boah. Ja, das ist schon zu lange her. Warte, ich ruf kurz an und frag. Wie viele Leute sind wir denn? Aber ja. Das geht, ja, aber das geht schnell. Du hast dich gar nicht umgezogen, Mädel. Gib mal die Frequenz weiter. Ich wollte nur was gucken. Warte mal, was war das? 4, 5? 45 74. Ja. Okay, wir brauchen noch Masken, also wir warten noch. Ah. Ja, wir warten immer noch auf den einen, der alle kauft. Hallo? Hallo. Jo. Hallo, wer ist da? Hallo. Hallo? Hallo. Oh, das macht komische Geräusche. Das ist aber normal, das ist das Funkgeräusch. Das macht so... Ja, wenn du den Knopf... Hör auf. Ey, Digga, misshandel mal dein Funkgerät nicht. Sorry, ich bin mit dem Finger ausgeholt. Das machen nur Cops. Da hat mich angeschrien im Funk. Ja. Ich bin nervös, ne? So, Masken? Jetzt hier, Masken rausnehmen, wir müssen los. Wo? Aus dem Schokolade. Ja, Mila hat keines, Mädchen, ne? Was? Ja, hat es heute gekauft. Also. Die Jungs haben die Masken. Oh, du hast zwei gekauft? Die Jungs, ja, klar. Gut. Die Jungs haben die Masken in der Tasche. Ah, komm her. Pokolo. Gibst du mir? Ich cracker die. Ich glaub, der packt die gerade. Hundertprozentig wieder Knast, Alter. Ich hab keinen Bock. Ich hau einfach ab. Diesmal hau ich wirklich ab. Glaube ich. Weiß noch nicht. Hörst du mich jetzt? Crack, so verstanden. Hast du schon eine Maske? Cool. Ich hab noch keine. Hey, super, danke. Wer bist du? Schoko? Nein, Mina. Funk. Ja. Yeah. Also, siehst du den Buggy da hinten? PD07. Da ist PD07 im Funk. Meldet sich Putin. Ja. Haltet euren Talk mal bitte, nutzt dich kurz, ja? Jetzt. Ja. Ich hab nicht verstanden, was der gesagt hat. Craig hat noch welche und Jeff hat noch welche. Nee, die sind im Dings. Da ist PD07 im Funkkreis. Alles klar. Ja, Kurt ist keine Namen im Funk, ne? Aber da ist PD07 im Funkkreis. Nein. Hast du auch im Funkkreis? Ja. Also hast du gehört, ne? Ja. Okay, keine Jamal, Namen. Noch eins? Ich brauche eine Maske, glaube ich. Im Guardian. Ja, ich hätte dir eine gegeben, Kürtis. Ich stehe hinten. Nö. Ich stehe hinten. Oder? Klar. Nö. Outfit ist im Taurus. Hast du nicht. Outfit ist im Taurus und Guardian. Hab ich. Nein, hast du nicht. Wie viel sind wir jetzt? 1, 2, 3. Bleib mal stehen. 1, 2, 3, 4. Du hast mir keine gegeben. 19, da muss man einen Guardian geben. Ich habe eine gerade vergeben hier.
Ich zähl 13. Der popelt bestimmt auch nur, um die zu essen. Bah. Du popelst. Hat noch das jemand eine Maske übrig? Guardian. Bonbon. Da ist keine. Da ist keine. Wir haben genug Kakao. Nö, anscheinend nicht. So, ich muss sagen, er hat recht, da ist, nicht, ja, da ist keine. Her, 8 Stück her. Sind da nur drin. Wie viel hast du noch, Jake? Ich habe auch keine. Da sind 8, wollt ihr mich verarschen? Boah, da sind 8 Stück in dem scheiß Guardian. Hier, nimm du schon mal eine. Es sind 8 Masken im Guardian drin, ne? Guardian. Dann steigt mal einer in den Guardian rein, Alter, und fahr mal gescheit auf die Seite. Bitte. Das war ich nicht. Gut, gut. Dings, jetzt hört mal zu. Mhm. Wir packen uns jetzt, wir gehen jetzt zusammen nach hinten, da packt ihr euch in die Viersitzer, in Tauros, Jugula, und wir fahren mit einem Vagrant. Wir brauchen eh Plätze in einem Jugula, und dann fahren wir direkt straight jetzt wieder zum Parkhaus. Das von wer immer. Wer fährt? Ich fahre in den Jugula. Ja, gut. Die Fahrer bekommen Funkgerät. Also wir brauchen jetzt nur einen vernünftigen Fahrer. Gut, dann will ich mich als ein Fahrer. Gut, komm her. Wer bist du? Wer ist das? Wie, wer bin ich? Ach so. Spion. Hase. Ja, ja. Ich werde nicht im Gefängnis landen. Wir brauchen eine Namensschilder, dann ist es einfacher. So. Wir fahren jetzt, los. Namensschilder, okay. Ab nach hinten. Nicht stehen, nicht stehen. Ach so. Einmal mit Profis. Hat jeder gecheckt, ob der passende Klamotten dabei hat? Ja, und hey, guckt nach dem Tank, ne? Von den Autos. Von Curtis? Ja, Jugula ist voll. Du lässt keinen sitzen. Was? Du lässt keinen sitzen, außer der ist... Nö, scheiß doch nicht Welt. Ich bin doch nicht Maxwell. Gut, ich will's dir nur mal sagen. Wenn du siehst, du hast keine Chance, dann hau ab. Aber ansonsten holst du da jeden wieder raus. Aber wir haben nur einen Jugula hier. Was sind die anderen Jugula? Einer steht da vorne noch, einer steht da vorne noch und in der... Ja, wir sind hier. Jack, wir stehen gerade alle in die Autos und kommen runter. So. Dann fahren wir heute mal mit dem besten Fahrer mit, wa? Warte, da muss ich zu Phil rüber. Wann ziehen wir uns um? Der Parklauf war wieder da. Parkhaus, oder? Habt ihr genug Essen dabei und Trinken? Nö. Aha. Okay. Okay. Ich hab einiges dabei. Fahr bitte in dem anderen Jugula mit. Ich lass das Auto immer auf, ne? Ja, ja. Und nicht aufsteigen, ne? Ich steig nicht aus. Ja. Wenn du siehst, wir sind am Arsch oder so, irgendwas geht nicht, dann bist du weg. Dann fährst du los. Ich wein, wenn die mich kriegen, ne? Nein, machst du nicht. Nein. Nein. Das Auto ist komisch. Ich mag den Wagen auch nicht. Ich fahr den gern, der ist super eigentlich. Dann fahr ich lieber den Jugula. Was ist los, Craig? Ich musste gerade an dich denken. Ich weiß, ich wusste es.
Leute, die dafür abgestimmt sind, auf also Leuten was abzunehmen. Das solltest du auch machen. Wer es am Ende hat, ist scheißegal. Da müssen sich unsere Leute ja nicht drum streiten. Wichtig ist, ja, dass ihr auf, genau... das Ding ist, dass ihr ne, wollen wir nicht... Ja? Wollen wir nicht dieses mit den, ne, Agents erst versuchen? Ach ja, stimmt. Was, habt ihr mit denen schon telefoniert? Nee, das würden wir dann halt jetzt machen, direkt mit Standort. Die Sache ist, wo sollen wir die hinlocken? Weiß ich nicht. Also pass auf, bei mir, ich hab so das kleine Problem, dass ich weiß nicht, ob wir für zwei Dings das unbedingt brauchen. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt wird mal wieder kurz was runtergebrochen. Was passiert? Also stellt euch schon mal auf Knast ein? Ich bin so froh, dass ich das nicht bauen muss. Was habe ich gerade zuletzt gesagt? Entschuldigung. Ob wir die brauchen? So viele Leute für zwei... Ne, das zwei, ist die Frage. Die, weißt du, was ich meine? Wenn wir schon so viele sind, das meine ich eher. Ja, mir egal. Also, mir ist es auch egal. Also wenn ihr die erreicht, versucht es doch einfach. Wenn ihr die erreicht kriegt und die Bock drauf haben, ich hab keinen Knast, ich verpiss mich. Wenn ihr euch jetzt hinhalten Arm ist so noch ein bisschen am Ohr machen. Zeit verlieren ist halt Bullshit. Ja. Jetzt gerade fühle ich mich echt gut. Ja, war. Wo ist der? Boah. Jamar, wo bist du? Ja, was ist denn? Ja, hast du mal da versucht anzurufen? Soll ich jetzt anrufen? Ja, die Frage ist, wir müssen nur kurz was ausmachen, wo wir uns mit denen treffen. Ja. Überleg doch schnell was. Da irgendwo, wo gut offen ist, ne? Damit wir abbauen können, falls was schief geht. Viele Richtungen. Ja, jemand meinte ja vor ein paar Tagen, Sandy Shores Flughafen. Ja, das klingt gut. Ja, okay. Ja, wollt ihr Hangar? In dem Hangar. Flugfeld? In dem Hangar. Hangar. Im Hangar, ja. Im Hangar ist gut. Im Hangar, okay. Hoffen wir mal, dass er da ist. Der Schweinemaske ist viel cooler. Also. Was ist, wenn er denn nur alleine kommt? Soll ich ja, dann sagen? Ist das halt so. Mehr Leute oder? Ja, nee. Bloß nicht. Was denkt er sich denn, wenn du auf einmal... Warum? Wir können den doch mitnehmen und denen sagen, der soll andere Leute anrufen, die sollen sich mit dem treffen. Okay, passt. Der soll seinen Kollegen anrufen, zwei Stück oder so. Hallo. Welchen richtigen Funkdings? Nee. Weiß ich nicht, nee. Auf die Seite. 4574. Auf die Seite. Ach, 4. Fuck. Hallo? Nein. Du musst das so anmachen. Komm mit. Ich hasse alles. Er hebt nicht ab. Er klingelt durch, aber er hebt nicht ab. Ah. Aber eben am Maskenladen, da waren doch Cops, FAB und so, ne? Helikopter, alles, ja. Naja, deswegen kann es sein, dass er mit einem Scheiße, die haben sogar einen Helikopter heute. Ja gut, ob das FAB war. Ja, da knallt wieder in der Stadt waren irgendwelche gepanzerten Autos unterwegs. Mit was fahren denn diese neue Straßenunit? Keine Ahnung. Als wir die das letzte Mal gesehen haben mit Primo oder sowas, Primo Custom vielleicht. Okay. Also zivil. Ist das schon dran gegangen? Aber zählen wir mal durch. Ich glaube, wir sind so 16, 17 Leute. Oder ich habe keine Ahnung, was wir planen. Das machen die Köppe hier. Planen. Ich plan nix. War es besetzt? Gut. Ja, wenn wir Pech haben, dann hat es den erwischt und das war es dann erstmal mit FAB. Je länger wir warten. Ja, dann müssen wir anders machen. Wie anders? Ja, dann müssen wir es so machen, wie wir es geplant haben. Also, ne? Ja, aber dann anfahren. Passt auf, hör zu, ne? Jeder Fahrer hat jetzt ein Funkgerät und nur die Fahrer kommunizieren miteinander und geben den Ton an. Bitte, jeder andere hält die Fresse und lässt den Fahrer in Ruhe.
Okay. Ich habe kein Funkgerät. Okay. Bei uns sind es tatsächlich auch nicht die Fahrer. Warum die Fahrer nicht? Ja. Also Fahrer ist am einfachsten. Fahrer ist am einfachsten. Der steuert, der gibt den Ton an. Ganz einfach. Ja, aber fahren und funken ist halt schon wieder, weißt du? Boah, was bist du für ein Mädchen, Alter? Was ist denn das? Ja, aber da hat er doch recht. Funken und fahren ist scheiße. Ja, aber wenn ich, soll ich dir jedes Mal die Befehle durchgeben, wo du langsam zu fahren hast? Ich weiß, wo ich hinfahren muss. Na, dann kann ja jedes Auto an sich halten, wie es möchte. Ja, mach, wie es will. Pass auf, was ihr euch dann aber gleich, wenn ihr in dem Auto seid, klar machen müsst. Jamal, du hast ja auch den ganzen Funk. Was ihr euch im Auto gleich klar machen müsst, ist, wenn ihr aussteigt mit dem Auto, wer aus dem Auto die Cops nackig macht. Ja, wir suchen uns jetzt ein Fahrzeug aus, wo das alles reinkommt. Ein Fahrzeug, nicht drei, nicht vier, sondern nur eins. Das wird aber knapp mit dem Platz. Wir haben doch eigentlich gesagt, so, wir haben jemanden auf der Maschine, der das wegbringen kann, das Zeug. Direkt, weißt du? Ja, aber so viel schleppen ist auch schwierig. Nee, ihr braucht auch am besten einen auf einer Maschine. Ihr braucht, wir brauchen zwei Leute, die safe rauskommen. Egal, ja, ja, wir haben einen auf der Maschine. Wir haben Motorrad und wir haben hier so einen. Ja, wir haben Vagrant, ja. Alles cool. Ja, ihr könnt das im Vagrant packen. Wer ist bei euch im Vagrant, falls wir nicht voll sind? Ja, genau, Vagrant. Okay, dann rennen wir da einfach hin. Ja, ich fahre mit dem Vagrant, alles gut. Wir sollten von da wirklich nicht abhauen, ohne dass die das in ihren Fahrzeugen haben und wegkommen. Und dann müssen wir alles auf uns lenken, weißt du? Scheiß drauf, erwischt zu werden. Aber nein, wir haben Funkgeräte. Denkt auch da dran. Ja, das ist egal. Scheiß auf die Funkgeräte. Obwohl, das ist schon cool. Ja, die sind auch wichtig. Okay, ja. Alright. Heißt, ne, vorne im Vagrant ist ein Ding, ist ein Fach, da könnt ihr was reinlegen. Ich guck mal, was da noch alles drin ist. Sonst werf ich den Scheiß weg. Ansonsten gibt das mir und wenn es gar nicht mehr passen sollte, dann springt er einfach als Beifahrer in den Vagrant rein. So, oder gibt es halt irgendeinen Bikefahrer, ne? Die ja, passt. Ey, bitte lass hier nicht mehr. Ich habe so ein dummes Gefühl, wenn wir hier noch länger stehen. Ja, 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 komm. Ja, im Endeffekt können wir los. Ja, wohin? Also, gib mir jetzt auf die Bist du Jack? Ich fahr den Vagrant. Ja, dann fährst du vor, würde ich sagen, oder? Weil der ist auch der langsamste. Dann fahren wir dir hinterher. Kurz bissen, 30 Sekunden. Klar geht er den los. Dann locken wir sie wieder irgendwo hin. Der wird schlachsend. Ja, müssen wir ja. Also, ich haben wir einen Ziel? Ja. Da, wo wir das letztens gemacht haben, ja. In Harmony, fand ich eigentlich vom Abhauen her gut. Ja, dann klärt schon mal, wer die Dings überfällt. Ist das in Harmony der Likörstore oder welchen meinst du? Boah, wo waren wir denn da? Wir waren bei der Apotheke. Ich glaube, gleich scheiße wie letztes Mal. Ja, okay, dann machen wir die Apotheke in Harmony wieder. Und. Ah, nee, dann werden die doch ein Flashback haben, Digga. Das ist ja voll dumm. Lass uns mal weiter im Norden dann bitte. So. Ich würde gar nicht in Norden. Ja, okay. Weil die länger brauchen, meinst du? Ja, dann lass. Erstens die Woche. Aber denk dran, die haben zwei Helikopter vor Ort. Das ist ganz wichtig, dass ihr das so merkt, ne? Vergiss nicht, dass es ein SD gibt. Ja, ja. Da machen wir Grapeseed, die Tankstelle. Grapeseed, ja, da Tankstelle. Versuchen wir zuerst. Ja, 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 ja. Ja, super. Okay. Grapeseed alright. Ist die kleine Stadt, ne? Ja. Genau, dieses wurde Klamottenladen. Über das Handy. Ja. Nee, von Dreher. Ja, okay, wer macht den Shop? Das müssen wir vorher machen. Das ist Quatsch, wenn wir da vor Ort anfangen. Würde einer der Motorräder sagen, dass jemand einer mit Motorrad davor steht. Habt ihr einen mit Motorrad noch über, weil ihr macht das ja in den Vagrant? Wo ist der? Wo ist er? Einer ist gerade pinkeln, 30 Sekunden. Achso, nee. Vielleicht ist der das. Als Hände waschen aber noch nicht inbegriffen. Der wird sich machen, Alter. Ich organisiere das nicht. Boah. Wenn die das so auf Krampf machen, dann ist das halt so. Dürft euch auch nicht beschweren. Ich bin kein OG oder whatever, Alter. Ja, okay. Und genau. Und jedes Auto, wenn ihr gleich im Auto sitzt, quatscht sich jeder nochmal durch, wer aus dem Auto einen Hops nehmen könnte. Ja. Ihr sagen, dass ihr gerade nach ihr sucht, weil sie ja ein Motorrad ist. Fahren wir über den Ost-Highway hoch? Oder West? Wir müssen auf jeden Fall zusammen fahren. Falls wir auf eine Streife treffen, nehmen wir die natürlich spontan hops, ne? Das ist richtig. Ja, dann lass lieber über Westlichen. Vagrant fährt vor bis zu einem Punkt. Und wenn du anfängst abzubiegen, biegen wir auch ab. Und dann fährt nur noch der Dings weiter. Los. Wo ist unser Auto? Ja, du fährst vor. Ja. Mit diesem Buggy-Ding, ne? Jo. Bei uns fehlt einer. Wo ist Craig? Right? Ja, ja. Bist du es? Ja. Boah, Katze, halt den Mund! Was ist mit dir? Du klingst wie ein T-Rex, Alter. Machst du das?
Ja, Ruhe! Mit dem Hopfen. Mein Gott. Ich denke, das liegt dir am besten. Runter. Ja, Taschen durchwühlen. Ja. Was machen wir? Nein, nix, Miau. Wenn jemand Essen trinken braucht, dann sagt Bescheid. Wer sind die denn, Alter? Ey, gib mal ein bisschen Zündung, bevor die ganze Stadt uns sieht. Also wirklich durchziehen jetzt die Strecke. Ich weiß es nicht. Ich sag, wir fahren parallel zum Westerwald. Junge. Dass wir quasi in Abelian Tankstelle rauskommen. Möglichst wenig Leute treffen unterwegs, weißt du, außer vielleicht Bullen. Ja, deswegen halbe Meiden. Könnt ihr bitte nicht so viel reden, sonst höre ich den Punkt nicht. Richtung Osten. Ich kann nicht so viel. Nee, wir fahren jetzt erstmal Richtung Osten. Mit wem hast du telefoniert? Ich telefoniere die ganze Zeit mit JFK, halt den offenen Laufenden. Ach so, ja, bei der votet nur, ne? Ja, ja, wir verlassen jetzt die Stadt nördlich, neben dem Casino, aber nicht auf dem Highway. Hier lass erstmal Grape Seed. Wir sind jetzt am See. Wenn wir gleich in Grapeseed angekommen sind und am kleinen Flughafen sind, fangen die Fahrer an, sich alle zu verteilen. Taurus zieht durch. Guckt, dass ihr irgendwo in der Nähe euch positioniert. 08 Ende. Wir fahren jetzt Sandy Shores vorbei. Richtung Osten. Ist jetzt geplant, dass sie auch mit aussteigt? Es denkt doch alle, oder? Ja, außer okay. Du, Curtis. Ja, ja, klar. Und jeder Fahrer bleiben sitzen. Steigt da ein, wo er ausgestiegen ist. Wer sitzt hier halt aus dem Auto? Mila. Okay. Mila, du bist da, gell? Mila, ich hinten und vorne ist Craig bei dir. Mila, wenn du dich wieder verlierst, renn in die Wälder. Der hört nicht zu, ne? Die haben schon Funkgeräte. Nicht du. Was sagtest du, JFK? Hat der vor Ort einen Funk, der im Shop ist? Ja, ne? Weg. Silos, glaube ich, Tankstelle, ja.
Sollen alle aussteigen? Nee. Ach so, für den Schrecken. Wir verteilen uns, ne? Wenn die kommen. Ja. Wenn die kommen, fahrt ihr vor, dass wir die einkesseln. Irgendwo schön verstecken kann ich. Wenn die Cops kommen und dort vorfahren, dann könnt ihr losfahren, dann kesseln wir die ein. Stell dich doch oben in die Scheune. Das ist aber nicht so gut wegzukommen von da. Nee, wenn die Cops kommen, fahren wir zur Tankstelle, ne? Alle bereit? Check. Your check. Check. Wir sind nördliche Richtung. Kasse wird leer gemacht. Hila, alles okay? Lass die sich konzentrieren. Was zum? Nimm Waffen in die Hand, ne? Naja, hab meine schon auf den Schoß. Ja, hab meine auch schon da. Bruder, wir haben schon richtig wegrasiert alles, Alter, hier mit Kiez zusammen. Wir haben bestimmt 20 Funkgeräte, locker. Tankstelle. Ich hab einen ganz ungut. Was machst du? Mila! Hm? Warum steckst du das Maul, du? Ich beruhig dich, musst du eben was machen. Nee, das ist, kann tödlich sein. Bleib sitzen. Bist du angespannt? Ich? Ja. Nein, aber ich hab meinen Schlagring noch in der Hand. Nee, du bist angespannt. Na klar. Ach, was? Pass auf dich auf. Okay. Machen wir schon. Ich guck Link aus dem Fenster. Einer muss gerade außen so gucken, ne? Wenn irgendwas seht, sag Bescheid. Ja, und nicht so hektisch quatschen, dann. Ruhe. Okay, Erdbeerfeld steht Streifenwagen. Laut JFK. Am Erdbeerfeld steht ein Streifenwagen, laut JFK. Ich weiß keine Namen, aber egal. Nee, ja, die müssten schon dabei sein. Er lohnt es sich für einen Streifenwagen, weißt du, statt Leber. Sag dir mal, wie viele drin sitzen. Wie viele sitzen da drin? Helikopter in der Nähe über Grabseat. Guck, dass ihr überdacht seid, genau. Ja. Am Erdbeerfeld steht nur ein leerer Wagen. Helikopter hovert über dem Shop. Der Helikopter ist über dem Shop. Und am Erdbeerfeld ist leer. Der Wagen. Okay. Nee, ich hab mit dem Feuer rumgespielt. Ruhe jetzt hier im Chat. Ich gehe nicht weiter ins Gefängnis. Komplettes SEK steht vom MD, Zitat Ende. Told me, jetzt habe ich das nicht verstanden. Irgendwas mit SEK steht. Und die ganzen Marshes im PD unten. Ich glaube, die stehen im PD. Ihr wisst, was das heißt, ne? Komplett. Also ich wiederhole nochmal, das SEK, so hat er es gesagt, soll komplett vom MD stehen und die ganzen Marshals sind im PD. Das heißt, selbst wenn der hier hovert, der Heli, hat er wahrscheinlich keine Verstärkung. Am Erdbeerfeld steht nur ein leerer Wagen der Polizei und ist abgeschlossen. Okay, das komplette... Ja, check. SEK steht im MD
und die ganzen Marshals und wie die alle heißen, stehen im Pili. Wir haben also nun einen Helikopter. Vielleicht mal mit dem Dings losfahren und gucken, ob der hinterherfliegt. Dann schicken die vielleicht irgendwann Einheiten dazu, aber dann dürfen wir uns halt nicht zeigen. Peter. Ah, risikoreich, ne? War deine Geburt auch und jetzt kannst du sprechen. Stütze bekommen. Irgendwas fährt hier die ganze Zeit bei den Feldern rum, klingt nach einem Motorrad, aber ich sehe es nicht. Frag mal, ob JFK an den Feldern rumfährt. Fährst du an den Feldern rum? Ja, macht er. Ist unser Motorrad. Okay, alles klar. Boah, so professionell auf einmal, ne? Telefon, Alter. Weil du gespottet wurdest. Keine Ahnung. Okay. Auf zum MD-SEK hochnehmen. Mhm. Du willst ins Krankenhaus rein? Immer doch. Bist du bescheuert? Ja. Warum frage ich überhaupt? Sonst würde ich hier nicht sitzen, glaube ich. Ja, this is the way. Ich bin so angespannt, ne? Mamo. Ja. Egal was passiert, ne? Ich hol dich raus. Bitte furz nicht ins Auto. Ey, wenn ich. Was? Nicht wie letztes Mal, bitte. Ich hab Durchfall zur Zeit. Bitte. Hey, ist Memo so einer? Hau den Korken rein oder so. Dir. Was soll ich? Habt ihr hier irgendwas? Milda, hast du einen Lippenstift dabei? Ja. Nimm ja. den Lippenstift und knall dir den rein. Jetzt hier, okay. Warte, Mila. Gib her, du Scheißding. Hier, bitte. Danke. Ich schau weg, ja. Wenn du hier rumfurzt, ne? Das weiß ich nicht. Memo. Ah, das tut aber weh, warte. Ich möchte das nicht machen. Psst, mach das. Ruhe, Ruhe. Wiederholen. Warum wird geschossen? Da kommen zwei Jugulas, schwarze und ein orangenes Auto zur Tanke. Nordöstlich wird geschossen vom Schöpfer. Kasse ist jetzt leer. Treffen wir uns bei der Tanke? Noch nicht. Die Jugulas fahren hier hoch. Noch. Wir sind weitergefahren. Warte mal. Wir haben keine genauen Infos zum Pili, das ist zu risky. Ich würde sagen, wir fahren zu dem Shop kurz vor Palito und versuchen den nochmal.
Vielleicht kriegen wir welche vom SC dran. Gulas und die, das orangene Auto, die sind jetzt zum F gefahren, zum Umgetreten. Ja, nein, kurz vor Palito. Memo! Really? Ja, es ist Ruhe. Gulas fährt wieder zu euch. Oder wir versuchen es ins Handy. Ich denke, die wollen uns hochnehmen am umgekehrten F. Vom maskiert. Wo ist umgekehrtes F? Möglicherweise beim Dreher, genau. Möglicherweise, ich weiß noch nicht. Könnte 5-6 sein, die schauen, ob was am Dreher steht, an FIB oder so. Mila, du hättest echt nicht furzen müssen. Ich war das nicht. Ich weiß, du hast Angst, aber beruhige dich einfach. Ich hab das Ding jetzt da drin. Ich musste pupsen. Okay, du warst das. Du? Ja. Ach so, das stank so nach Elfen. Ich dachte, Mila war das. Okay. Du bist doof. Das tut aber weh. Aber das ist wichtig. Wie beim DOJ war eben ein Hubschrauber. Fliegt er in unsere Richtung? Nicht, ob der herkommt. Nee, weiß er nicht. War alles okay, die ziehen wieder durch. Vom MD stehen wohl 8, 9 schwer bewaffnete Bullen. Wollt ihr mal was zu tun? Also SMGs und so. Vom Krankenhaus stehen wohl 8, 9 SMGs, bewaffnete Bullen. Nicht reden, bitte. Und im FD drinnen auch nochmal, also Krankenhaus ist komplett voll mit Bullen. Boah, ich weiß nicht, ob das heute nur zu groß ist. Ja, wir sollten, ja, safe, wir sollten uns einen Shop in der Stadt suchen, weil die werden jetzt nicht einzeln so weit rausfahren. Bitte, Backer? Hat jemand Informationen, was oben am SD los ist? Also im PD, kann ich euch jetzt bestätigen, sind 14 bis 15 Personen, 3 davon Polizeibeamte, der Rest Marshals. Also da reinzugehen ist absoluter Selbstmord. Ja, check, wir haben jetzt entweder die Möglichkeit oben SD, irgendwo einen Shop in der Nähe, da Tanke oder so, oder halt fahren runter Richtung Stadt, Büro Park. Warum rennen wir nicht direkt ins SD? Ich kann mal kurz gucken, ob ich da irgendwas sehe, so ob da viele Leute drin sind oder so. Also nicht ins, sondern sie da davor locken und dann vor der Tür hops nehmen. Wisst ihr, was ich meine? Oh. Wir besprechen gerade, ob die ins SD gehen. Sind die verrückt? Klar sind die irre. Was für Scheiße. Man stimmt doch kein Polizeirevier. Überlegen, ob sie es SD einnehmen. Lass doch nach oben nach Paleto einnehmen und dann West Highway runter, wenn keiner kommt. Neue wichtige Information. Die Polizisten sind heute schon richtig auf Ärger aus. Die hatten schon eine Schießerei mit Gangs, sind alle höchstgradig bewaffnet. Ja, dann lass nach Paleto fahren. Den Job vor Paleto überfahren wir nochmal und gucken, ob da jemand kommt und wenn nicht, dann fahren wir in die Stadt. Meinst du in der Tankstelle? Ja. Da kam gerade eben voran, dass die Polizei also hochbewaffnet wurde. Also Tankstelle, ne? Ja, der mit Supermarkt. Tankstelle, Supermarkt. Bevor man in Palito reinfährt. Ja, check. Diesmal dann nicht der Toros, sondern irgendein Jugular. Ein Freiwilliger. Treffen wir uns im Fahren zusammen? Nee, ja, wir machen wegen das. Wir machen das. Wir machen den Job. Okay, gerade wegen Helikopter hätte ich jetzt gesagt, die anderen halten sich noch weiter entfernt erstmal. Es sieht sehr, sehr ruhig im SD aus.
Also ich habe da gar keine Person gesehen gerade. Wir fangen auch direkt schon an, damit ihr ruhig hochkommen könnt und so. Seid der Shop direkt vor Palito, oder? Ja, die Tankstelle mit dem Shop. Genau, die erste. Okay. Sollen wir direkt anfahren? Ne, bleibt im Umkreis. Wir sind hinter dem Shop, Jugula. Positioniert euch mal Grapeseed an dem Highway-Auffahrt, dass wenn wir da Cops hochfahren sehen, wir direkt mit hinterherfahren können. Und ein, zwei Jugulas bitte komplett durchfahren und oben an der großen Tankstelle stehen, dass wenn von da aus Cops kommen, dass da der Helikopter uns da bloß nicht sieht. Ich fahr zur großen Tankstelle. Hier stehen Highway Auffahrt, Grapeseed. Weg. Da ist eine Mod im Chat, hallo? Oh. Wir haben hier einen Helikopter bei dem Shop, den ihr gerade ausraubt. Platte runtergebollerte kannst du direkt permanent wegbauen. Wir brauchen hier keine RP-Polizisten. Shut the fuck up und verpiss dich aus meinem Chat. Merci. Wir sind jetzt oben an der großen Tankstelle, Paletto. Wie ist der Status am Shop? Alles im Gange noch. Die zwei Jugulas und der orangene Jugula fahren hier rum. Oben im Paletto. Bruder, das fällt nicht hier auf, wenn man hier steht. Der Helikopter fliegt jetzt irgendwie nach Paletto. Ja, also positiv. Ich glaube, der fährt Richtung SD-Ding. Der hammert gerade über Paletto. Es wird ein bisschen so, als ob der Overwatch Langeweile hat und der Rest drauf kackt. Ja, aber hier ist eine Werkstatt. Der Copcar muss man nicht melden. Da stehen sogar zwei. Die wurden wahrscheinlich repariert. Ich denke, die Cops hatten heute schon genug Action. Außerdem werden wir verlieren. Wenn die ausrücken, sind wir am Arsch. Aber das ist doch geil. Einfach auf die Fresse kriegen, Alter. Und dann zum Thema Cop-Hunting. Du hast gar keine Chance gegen die ganzen SEKs draußen, Alter. Die überfahren uns einfach. Was geht, Simba? Der Shop kann bis zu 40.000 Dollar bringen bei 5 Sterne, glaube ich. Irgendwie so. Der Helikopter fliegt wieder Richtung Shop. Ich glaube, der war kurz auftanken. Also das Westteil wäre gleich eine schlechte Idee.
Boni, hier gibt's kein Sterben, hier bist du nur bewusstlos. Helikopter müsste jetzt jeden Moment wieder beim Shop ankommen. Das ist hier Ende Osterway. Du gehst ich denke tatsächlich, wir müssen in den sauren Apfel beißen und ins Stadtgebiet gehen. Die wollen nicht raus. Die haben keinen Bock, alleine irgendwo gefickt zu werden. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber wenn wir jetzt den West Highway runterfahren zusammen und Overwatch ist hinter uns, dann können die einschätzen, wie viele wir sind. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Dürfen wir auch nicht machen. Ja, wir sollten auch nicht in Kolonne irgendwo fahren. Die Hälfte soll über West Highway fahren und die andere über East Highway. Dann trifft man sich halt irgendwo in der Stadt, sagt wo. Und ja, dann versucht man es da. Also wir haben gerade die Info bekommen, dass die Cops wohl heute sehr gut ausgerüstet sind. Also müssen besonders vorsichtig sein. Ja. Ist ja nicht so, als hätte ich das vor 15 Minuten gefunden. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund hat der Helikopter mich gerade entdeckt, wie ich auf einem Berg in einem Busch an einem Baum stehe. Lass dich am besten von ihm verfolgen. Mich. Lass du dich am besten von dem verfolgen, dass er die Kolonnen und die Wagen nicht sieht. Ich bin nervös, ich muss eine Kippe rauchen. Ich fahre Richtung Palito. Ja, aber da fahren wir jetzt gerade vom Shop weg. Ach so, ja, dann fahre ich Richtung Stadt halt. Sollen alle Autos schon Richtung Stadt oder noch warten? Nee, wir sind jetzt mit dem Shop fertig. Wir können eigentlich schon mal in die Stadt. Alles klar, unser Auto fährt Ost-Highway Richtung Stadt. Ich glaube, der ist schon nicht mehr hinter mir, warum auch immer. Da, der ist... Mamo. Ah. Ich kann nicht komplett nach hinten gucken. Was? Guck mal nach hinten. Okay. Der Heli folgt uns, ne? Heli ist schon da. Der Heli verfolgt uns auf dem West Highway. Wir versuchen, den abzuhängen. Ich denke aber, dass sie dann ab jetzt tatsächlich auch gewarnt sind und jetzt noch vorsichtiger sein werden, weil sie halt Leute gefunden haben, die verdächtig dort stehen. Treffpunkt Stadt. Guckt euch um, ne? Ja, ja. Ja, ja. Könnt ihr was sehen? Nein. Negativ. Scheiß drauf, alles oder nix. Wir machen Sandy Shores, treffen wir uns bei der Apotheke wieder, wie letztes Mal. Harmonie. Jack. Ihr wisst, wo ich meine, letztes Mal. Jack, wir fahren wieder in den Spot von letztem Mal. Mal der Apotheke. Jack. Achtet doch auf die Autos, die uns entgegenkommen, ne? Ob ihr irgendwas erkennen könnt. Rick, du guckst vor, ich guck nach dem Heli hinter uns oder so. Direkt zur Apotheke, richtig? Ja, das Team, was überfällt, die anderen sollen sich drumherum positionieren. Der Erstantreffende überfällt, dann muss er durchgeben, dass sie da seid. Meint ihr Harmony oder Sandy Shores? Nee, Harmony. Ja, check.
Welches Auto steht da schon? Wir sind da und legen los an der Apotheke. Perfekt. Ich bin jetzt auch in der Nähe positioniert. Ja, wir auch. Wir stehen da hier in dieser komischen Bar oben. In der Nähe vom State Prison. Yellow Jack. Wie heißt der Bums hier? Yellow Jack Inn. Eli wieder in der Apotheke. Der sucht aber direkt in der Umgebung ab. Naja, der spottet, der fliegt gerade über uns Richtung Motel. Bei der Richtung Garage da. Der ist jetzt über mir, weil ich kurz tanken musste. War den Kaugummi? Also die wissen schon genau, was wir machen und ich weiß auch nicht, ob das so klug ist. Weil ich glaube, die werden hier, wenn, mit 80 Mann hochkommen. Der Heli fliegt ganz, ganz tief über uns. Ja, bei mir ist Codierung wieder überlastet, sehe ich gerade. Naja, Codierung ist wieder zu hoch. Meint ihr, der Heli braucht vielleicht einen Warnschuss? Nein, nicht schießen. Check. Obwohl ich nichts geändert habe, außer SSD reingemacht. Fliegt weiter überhalb des Motelschilds westlich. Ja, der ist jetzt wieder bei dieser kleinen Tankstelle und sucht mich, weil ich da eben war. Ich bin ja, ehrlich, ne, das Ding frustriert mich. Ich würde ihn am liebsten noch mit dem Neuen, Alter. Ja, warte kurz, kriegst jetzt einen Anruf. Jetzt geht wieder, jetzt ist Codierung wieder fein. Nein, ich spiele nicht mit Gamepad.
Weißt du jemand, wer mit Jack im Auto sitzt? Nein. Nee. Der Jack ist doch. Ist der Jack nicht alleine in dem Ding drin? In dem Buggy da, in dem Vagrant? Doch, stimmt. Ich glaube, der ist alleine dort. Ja. Ja, wollen die das jetzt so auf Krampf machen? Das ist bescheuert. Ja, das ist nicht gut. Helikopter jetzt bei uns an der Farm landet hier anscheinend. Naja, hebt wieder ab. Sollte der landen, straight hochnehmen. Wenn er wegfliegt, wegballern. Aber auch nur, wenn er safe landet. Jetzt wollen die auf dem Helikopterpiloten schießen, wenn er landet. Die sind total irre, ne Birne. Die können euch einfach abklauen, wenn er so tut. Ja, wenn er landet. Ja. Und dann Heliklauen. Helikopter wieder über dieser kleinen Tankstelle. Sobald ich von den Idioten Helikopter fliegen kann. Oh ja, doch, so 5 bis 10 Meter. Und danach das ist so auf Krampf gerade, die Autos im Mirror Park verstecken, einer geht rein, da kommen sie eigentlich immer. Und dann zugreifen. Ja, wir brauchen nur noch ein bisschen, wir brauchen noch ein bisschen an der Apotheke. Ja, ja, normal, aber ich meine jetzt allgemein. Bei Amiropath hat man die besten Möglichkeiten, sich zu verstecken. Das Risiko wird sein, dass vielleicht das Wort kommt, aber ja, weiß man nicht. Wir haben voll ausgerüstetes SWAT irgendwo im MD. Über 15 Leute im PD. Und die wollen das noch weiter provozieren. Das ist dumm. Das gefällt mir nicht. Ja, Bruder, warum soll ich noch eine Grafikkarte anschließen, weißt du? Das Problem hatte ich vorher nicht, da muss ja irgendwas nicht stimmen. Was haltet ihr davon, wenn wir auf Tarnung einfach die ganze Zeit weiter Shops machen und irgendwann kommen sie? Wenn wir den Wechsel machen, fördern wir auch Gelder, warum nicht? Jetzt wollen die ganze Zeit weiter Shops machen. Und das richtig provozieren. Eli ist wieder westlich des Motelschilds. Ja, der ist wieder bei der Tankstelle. Der versucht mich, glaube ich, gerade zu spotten. Und Jack nicht am Handy. Wo ist Position vom Helikopter? Richtung Sandy geflogen. Mr. Tripass, ruf mal an. Naja, ich fühle das gerade auch nicht. Ich breche jetzt. Für meinen Charakter breche ich jetzt auch ab. Da mache ich nicht mit. Hundertprozentig nicht. Jack. Ich hau ab, ne? Da was? Ich hau ab. Ich bin da raus. Bei was denn? Ich mache jetzt nicht weiter Shops und provoziere. Abziehen. Das heißt, jetzt geht das Risiko extrem in die Höhe. Also ich provoziere jetzt nicht, dass das Wort kommt. Ich will nicht sterben. Das ist mir zu rumgelusche hier. Das ist viel zu riskant. Was die machen. Wir überlegen gerade, ob wir den Heli runterholen. Ja, seid ihr bescheuert? Einfach Warnschuss auf den Heli. Ober fliegt wieder zu dieser Tankstelle. Wir haben das Geld aus der Apotheke. Hier rumzufliegen und zu denken, weiß ich nicht. Das, was wir machen, ist so dumm. Wir beschwören den Teufel. Wohin dann jetzt? Willst du sterben? Nee, das nicht, wa? Du hast gehört, komplett voll unterwegs. Gegenüber der Apotheke auf Dreist einfach. Die kommen gleich und die kommen mit der alles, was ist die wieder haben. Direkt bei uns, Motelschild, ja, 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 fliegt okay. Hoch. Ich gebe das mal so weiter. Und, ich frage jetzt in meinem Auto okay, und dann warte ich noch 5 Minuten den, und dann hau ich Shop gegenüber ja, von der Apotheke warte, hopp. Ich call Frank, sag ihm das. Und okay. Dann gehen wir so Funk durch. Man muss auch mal einfach einstecken. Der wird von oben hin durchgehen. Kann sein, dass jetzt zugreifen. Macht euch ready. Ich weiß nicht, wie ihr das seht im Auto, aber ich mache da nicht mit. West Highway und Straße Harmony. Die wollen den Heli runterknallen, die sind total irre, ne Birne. Ja, was bringt der überhaupt? Also die sind total bescheuert. Also nein, das muss nicht sein. Was bringt das denn, den Heli runterzuknallen, Alter? Dann hast du wirklich da komplett alles zu stehen, was da nur stehen kann, ne? Die provozieren so krass der gerade. Der Shop hat kein Geld mehr in der Kasse. Die provozieren gerade so krass, dass der komplette Staat kommt. Also Kasse ist leer. Mach den daneben, also den am Kleidungsstand. Richtung East Highway. Ich warte jetzt 5 Minuten, dann hau ich ab.
Um 50 fahre ich. Wie seht ihr das? Wollt ihr hierbleiben? Mila? Alles cool. Ich komme. Wir sind bei dir. Das geht so nicht. Das ist zu brutal dann, nee. Ich verstehe, wenn man Leute ausrauben will und so, weil man was Größeres geplant hat, aber was die hier machen, ist dem Staat den Krieg erklären. Wir hampeln ziemlich viele andere Leute rum bei dem Shop. Sollen wir trotzdem? Nein. Ich würde sagen, wir fahren in die Stadt, spotten die Gegend und in 5 Minuten gibt jeder Statusbericht. Sollte sich zwischenzeitlich eine Streife sichtlich zeigen, durchgeben und dann fahren wir dahin. Jetzt wollen die in die Stadt fahren und nach Kopfsauto suchen. Also erstmal alle wieder in die Stadt rein und dann... Ich fahre nach Hause. Ich bin noch nicht lebensmüde, Alter. Kann sein, dass das Sport jetzt ihre Ausrüstung wegbringt und dann wieder normal streifen. Das hat nichts mehr mit Geld verdienen zu tun. Das ist purer Wahnsinn. Ruf mal einen Jack an, sag, dass wir abhauen. Wenn ihr tanzen müsst, dann macht das jetzt. Ja, mach mal, gönn dir. Mama, ruf du mal. Was soll ich sagen? Ist besetzt. Ja, sag, dass wir abhauen. Ist besetzt. Ja, ist mir. Wir müssen das voll nur klären, dass die Leute auch abhauen. Ja, ist frei. Jack, wir hauen ab, gell? Nee, wir stehen immer noch da. Fred ist fertig, Craig, Mila und ich, wir sind im Auto. Das ist zu brutal, ey, hallo. Das ist absolute Muckscheiße. Warte, Curtis. Ja, aber Bruder, das ist ja okay. Aber alle miteinander so drauf, das ist das Krampf, Bruder, das muss nicht sein. Okay, verstanden. Okay. Dann geht ihr da drauf. Geht klar. Aber dass du Bescheid warst, der fährt gerade wieder zurück, ne? Wir sind bei ihm. Wir haben alle zugestimmt. Okay. Und wir fahren jetzt erstmal den Highway runter. Ich weiß nicht. Danach, ich melde mich, wenn was ist. Ich melde mich bei dir, okay? Wenn wir in der Stadt sind. Ciao, Bruder. Passt auf dich auf. Wollt ihr jeden Laune in der Stadt hupsen? Ja. Manchmal passt das einfach nicht. Dann bricht man ab. Dann versucht man es an anderen Tagen. Nee, das aber gesagt, das ist hier das ab, mit oder? Dem Kopf durch die Wand und gesagt, Panzer provozieren, Alter. Er hat gesagt, die brechen das jetzt ab. Die gucken jetzt in der Krankenhaus immer noch voll mit Pullen. Ich sag nicht mit allen zusammen, also nee. Und habe ich aber 7, gesagt, 8, 9 Streifenwagen, gepanzerter Fahrzeug, alles voll. Frag mal, wo wir das Auto hinstellen sollen. Ja, jetzt nochmal Informationen. Wir hören auf, einen Standort anzufahren. Wir versuchen gerade nochmal den FAB-Typen anzurufen. Mal gucken, ob das was wird. Was? Ja, gut, check. Nach Hause. Und sonst wirklich nur Zufallsgrund. Bewegt euch einfach, weißt du? Wir müssen ja nicht zwangsläufig mit den Masken rumfahren. Villa ist denn das? Nochmal letzteres mit den Masken, bitte. Ich sag, wir fahren einfach, wenn jetzt das mit dem FAB nicht hinhaut, sollten wir einfach vereinzelt gucken, ob wir welche finden. Alles andere macht keinen Sinn, ja, wenn du die an einen Ort blocken. Die wollen jetzt Kuba suchen. Gleich 100 Leute kommen. Ich hab ihm gesagt. Ich hab aber auch gesagt, er hat auch gemeint, es müssen nicht alle zusammen sein. Ja, check. Aber er hat sich ein bisschen... Jack Po, einverstanden. Also ein bisschen böse angehört. Ja, check, wir haben den FAB. Wo sollen wir das Auto abstellen? Nein, ein Parkhaus hinter dem... Parkhaus hinter dem Junkie Park. Ja, da müssen wir aufpassen, ne? Ja. Tut mir leid, aber da stehe ich lieber im Park rum und mache einen Entschuldigen. Dann könnt ihr die Masken abnehmen. Ja, zieht die Scheiße aus. Haltet mal die Augen auf, ob ihr jemanden seht. Halt nicht Parkhaus. Nicht hier, Bruder, ne? Wo denn? Fahr rechts. Fahr weiter geradeaus. Jetzt rechts nochmal. Ach, das da hinten. Genau, das Oak ist groß, ja. Zählt euch im Auto dann um, ne? Ja.
Fahr gerade, genau, rückwärts. Packst du den ein, Bruder? Weiß nicht. Lass ihn erstmal stehen. Ich kümmere mich drum. Kümmerst du dich drum? Okay. Wollen wir erstmal drin bleiben, oder? Machst du das? Ja, ja. Nee, da mach ich. Nee, das ist mir. Das wäre jetzt auf Kampf verstarten, ne, Bruder? Mama, weißt du, das ist so. Bruder, wenn die erzählen, dass du willst, so das ist so, du willst unbedingt an dein Ziel und du gehst über Leichen, du gehst über alles. Wenn du schon wir haben die Information bekommen, dass komplette Polizei überall steht und die wollen die weiter nerven. Sei mal vernünftig und geht einfach wieder nach Hause und chill dann, park ein bisschen. Und dann wollen die jeden Job ausrauben und sagen über Funk, wir sollen, wenn wir Polizeiautos sehen, sollen wir das durchgeben und so. So shit, keine Action. Kann verstehen, dass viele weinen. Aber ist mir ja. Das ist mir viel zu heftig. Das passt nicht. Das passt null. Sagen, wir sind am Park. Ja, die machen das schon. Okay. Milda, warum bist du so still? Ich war konzentriert. Und wollte nicht in Funk stören. Kannst du wieder beruhigt sein, alles gut. Kannst dich entspannen. Ja. Ich renne doch nicht in den Tod. Für ein paar Funkgeräte. Und irgendeine Waffe. War Johnny jetzt dabei, ne? Ah, hab ich nicht gesehen. Das ist doch total irre, was die machen. Ich wollte nur gucken, was da ist. So ein. Wie nennt man das? Doch das Schrottplatz, oder? Also Auto, vor ein paar Wochen sagt Johnny noch, ja komm, beginnen die Opas überfallen im Laden. Was für und Opa? Das, ja, das mit den Jobs und so. Ja, ja. Mal einen überfallen. Das ist schon schlimm. Die Geiselnahme war noch schlimmer. Das letztens war noch viel schlimmerer. Und jetzt so? Ja, die sind doch irre, ne Birne, Alter. Ich höre den Heli, ne? Jetzt er weg. Wo sollte man sich einig sein? Dass das total verrückt ist? Oder was meinst du? Nein! Nix miau. Ein Penny. Ach komm, jetzt Scheißdreck. Boah, ich bin kann echt ich schockiert, den, ne? Kann ich den komischen Ding da, was die mir gegeben hat, aus dem Arsch dann rausziehen? Oh ja, behalt es wohl. Ja, das sollen die für sich selber entscheiden, Mr. Digga. Danke. Ich hab das mit dem Auto, mit dem ich unterwegs war, abgeklärt. Ich dachte, ich fühle das überhaupt nicht. Ich weiß, Action ist geil und
Wenn du dann auch gewinnst, ist geil. Und wenn du dann von noch was kriegst, ist auch schön alles. Ja, aber das fühle ich einfach nicht. Das fühle ich für mich persönlich nicht. Und das fühle ich auch für den Charakter und für die Story und für die Entwicklung nicht. Junge, das ist doch schon Endcontent, Alter. Da musst du doch schon richtig durch sein in der Birne. Damit du sowas machst. Da musst du dann so einen Psychopathen spielen oder so, keine Ahnung. Ja, es ist der Lucky, ich teile deine Meinung. Hi. Was geht? Mo! Was geht? Du Suppenstinker. Alter, warst du nicht dabei gerade? Nee, ich bin gerade rausgekommen. Wobei? Weil die sind total irre. Ja. Die Anglern. Die sind ja schon bei der Tour. Ist doch allen klar, oder? Ja, weißt du, wir rauben Shops aus. Ja. Und wir bekommen die Info, komplettes SDK und alle Cops schwer bewaffnet. Und die rauben immer weiter Shops aus und Pharma-Dings und so. Und wollen richtig provozieren, dass das ganze SDK und alle Cops ausrücken. Also, keine Ahnung. Komplett irre. Die letzte Aktion war schon too much, meiner Meinung nach. Ja, diesmal war ein bisschen professioneller mit Funkgerät und so, aber. Ja, die sind also komplett irre in der Birne. Die gleich auch weg, wahrscheinlich. Aber Jack meinte irgendwie, die versuchen gerade irgendwas anderes, keine Ahnung. Ja, und dann kam der Cole, fahrt in die Stadt und sucht Polizeiautos. Auf jeden Fall habe ich das so verstanden. Okay. Wie soll das. Weiß ich nicht. Man kann das so, man, wenn man... Das ist so auf das Krampf, richtig weißt du, Krampf. Das ist wohl übertrieben auf Krampf. Ja. Und ich riskiere nicht mein Leben für ein paar Funkgeräte. Oder was auch immer die dabei haben. Das ist auf keinen Fall. Da stehe ich lieber hier im Park rum. Und kraul mir die Eier. Ja. Oder gehen wir gleich in der Coldies mal wieder was essen. Das ist mir viel zu heftig. Ich bin einer der Ersten, der vor alle rennt und da reinschießt, aber nicht bei Cops. Das ist too much. Die sind eine Nummer zu hoch, meine Du kannst dich doch nicht so gegen den Staat anlegen. Ja, dass man das so provoziert, dass. Und du hast die Informationen, voll ausgerüstetes Wortes am Handy. Über 15 Cops im PD. Und die sind alle richtig krass ausgerüstet heute. Und du provozierst das weiter, wie mit einem Stock in Bienen das Stechen. Nur wegen ein paar Funkgeld und vielleicht zwei Waffen oder sowas. Ja. Das ist mir viel zu viel Action. Da hab ich Schiss in der Hose. Da bin ich nicht bereit. Der Crank geht nicht mehr an, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Idioten weitermachen und alle. Die gehen alle in den Knast. Ich glaube, der geht auch jetzt wieder zurück. Was ist eigentlich aus der Sache letztens geworden, wo du im Knast warst? 60.000 muss ich zahlen, 12 Einheiten. Und Arm kaputt. Was heißt denn, was heißt 12 Einheiten? Ja, so über Nacht alles immer. Also okay. PD bleiben alles. Ja, gut. Strafeinheiten. Und Arm ist halt kaputt, ne? Müller muss mir ein Marmeladenglas aufmachen. Was für Marmelade? Erdbeermarmelade. Ja, klar, wissen, ich habe mit Jack telefoniert. Und Memo gerade auch, wir haben gesagt, wir hauen ab. Was, Bruder? Ist immer Erdbeermarmeladenbrot mit Konik. Was? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Autos uns verfolgen. Das ist ganz komisch. Ja. Ich sehe die jetzt schon zum dritten Mal. Ja, das waren. Ja. Das sind nicht welche von uns, oder? Ich komme nicht weiter. Sachen reingemacht? Ich habe nur das Funkgerät weggelegt. Was mit den Kleidern? Sollen wir die auch gleich weglegen? Nö, das kannst du hier im Garten packen, wird das sein. Ich hab gedacht, du fährst den hinterher. Naja, warum soll ich den drei Autos? Die waren bestimmt voll besetzt. Der Mo meinte gerade, der hat diesen orangenen Jugular bis jetzt nur einmal gehört. Was zum Teufel? Bei den 56. Zum Glück sind wir abgehauen, Memo.
Ah, bist du auch abgehauen, Craig? Hä? Du bist zwar mit mir zurück. Ach so. Ja, ich bin so unter Strom, Mann. Ich hab Schiss, ne? Ich bin ehrlich. Das hätte richtig ins Auge gehen können. Geh ich lieber gleich bei Cody was essen. War da noch nie, ne? Ja. Warst du noch nie da? Nee. Das ist eigentlich da. Weil ich pissen war. Willst du dich mit mir unterhalten, wenn ich pinkel oder was? Nee, aber du kannst kurz abnehmen und sagen, ist alles okay? Lass den Jungen Ruhe pinkeln. Echt mal. Jetzt ist die GPU aber um die Hälfte, Alter. Das kann ich nicht verstehen. Vielleicht liegt das auch einfach an Rage, ne? Da zu viele Autos da oben waren. Oder zu viel im Sink. Warum ist denn das jetzt wieder normal? Craig, kannst du das Ding rausziehen? Ich mach mal. Ich stell mal den. Nee. Ich zieh dir nirgendwo was raus. Mo, komm mal kurz mit. Geh mir gleich. Was? Muss mir da so ein Lippenstift oder was auch immer aus dem Arsch ziehen? Nee. Bruder, nein. Nee. Ja, Rage ist so kacke. Zum Glück hab ich vorne gesessen. Vielleicht will er das rausziehen, aber der Bruder, Deckel bleibt drin. Lippenstift im Arsch? Ich ruf Jack mal. Dann hat er ein Problem. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Du bist scheiße. Was musstest du machen? Jack gibt nicht mehr ins Handy, ne? Habt ihr gehört? Jawohl, was? Sie haben geläutet. Jack gibt nicht mehr ins Handy. Okay. Da ist bestimmt was passiert. Wer will noch dabei? Jack war alleine, Bruder, mit seinem Vagrant da. Mit diesem Buggy. Filmo, glaube ich, am Telefonieren. Sorti, ruf Sorti doch mal an. Was sollt ihr dabei? Ja. Wollen wir die Kabelbinde und so auch alle weglegen, lieber? Ich hab nein, alles. Ins Auto. Oder so, ja, warum? Denkst du, Bullen nehmen dich hops wegen Kabelbinden oder? Worum geht's dir? Ja, du hast recht. Ich sag dann einfach, wir zwei haben ein dreckiges Spielchen. Geil. Ja, bitte? Ist alles gut bei euch? Bei uns ja. Ich glaube, der Kiez wurde gerade ein bisschen. Wir sind jetzt am Friedhof, aber ich steig selber gerade nicht wirklich durch. Was ist mit Bullen abgeknallt? Die haben wohl einen Unfall gehabt mit den Cops. Und was dann passiert ist, weiß ich nicht. Die haben einen Unfall gehabt mit Polizeibeamten. Mhm, genau. Und dann auf die Abholung? Also wir sitzen alle noch im Auto. Ich weiß nicht, wo der Rest ist. Wir ja, Jackie nicht am Handy, ne? Schalt nur. Ja. Ja, dann kannst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass irgendwas passiert ist. Na, wir können das halt nicht richtig nachvollziehen, weil die im Funk nie durchgegeben haben, wo sie sind, sondern nur, dass sie verfolgt werden. Ja. So, okay. Wir sind jetzt am Friedhof an der Kirche und warten da jetzt erstmal. Ja, dann passt auf euch auf. Ja. Ihr rennt ins Messer rein. Nee, wir haben gar nichts gemacht tatsächlich. Ja, passt wir warten einfach auf. Nur die ganze Zeit. Ja. Okay. Ja, tschi. Kiez hat einen Unfall mit Polizei, die haben nicht gefunkt, wo die sind, seit dem Totenstille von Jackau. Hey, ganz ehrlich. Ja. Ich sag nix. Genau das habe ich mir gedacht. Zum Glück sind wir hier, aber wir gehen jetzt nach Cody's einen Milchshake trinken. Ja. Komm. Tschüss, Peter. Nee, ich such die. Peter sucht die. Willst du suchen gehen? Ich fahr rum mit Bike, ja, ich such mal ein bisschen. Ruf an, wenn was ist. Und ruft ihr auch an, wenn was ist. Habt ihr meine Nummer? Ja, ne? Nein. Weiß nicht. Man hört es kurz. Also unsere sind am Friedhof, ne? Da ist nichts passiert. Ich hab deine Nummer. Ja, und Jack? Ja, komm, fahren wir auch. Wir gehen ein bisschen gucken. Ja, dann lass zusammen fahren. Wir können aber nicht mehr... Ruf mal kurz an. Was ist das denn da? Warte mal. Cody! Ja, Tag. Tag. Und wie jetzt? Ja, wirklich. Was ist denn los? Die haben schon wieder Sachen gestartet und jetzt müssen wir gucken. Irgendwas ist passiert.
Kiez, Unfall, Polizei, wahrscheinlich Knatterei. Jack geht nicht ans Telefon. Mila, wir gehen gleich nach Cody, oder? Oder willst du nach Cody? Unbedingt. Okay, danke für die Antwort, Mila. Also wir sollten schon zu 5 Uhr gucken. Also mir ist es egal, wann. Lass uns in den Auto steigen. Wir können jetzt kurz rumfahren und gucken, nicht, dass von uns irgendwo jemand Hilfe braucht. Das machen wir mit einem Auto. Okay. Ja, so normal oder? Normal oder? Nein, wir fahren. Wir fahren ganz normal rum. Normaler. Mit dem Schafter, mit dem Schafter, oder? Komm. Ne, wir können auch mal dem angemeldeten Jugula. Nein, warte, Jugula, schlechte Idee. Yeah. Wenn die Kuppert ist, dann lass gar den nicht. Alleine, ich muss was holen. Der Cody fährt alleine, also können wir einen Jugula nehmen. Wenn die Polizei Stress hat und den Jugula sieht, schießen die drauf. Okay. Ich hab keinen Bock, dass du es gern. Nicht auf den Rad, okay. Was ist mit Craig? Ich weiß nicht. Warte. Craig! Komm, was ist los? Komm, steig hinten auf. Scheiß auf den. Na, stopp, der kommt! Jetzt geht er wieder zurück ins Fall. Das ist ein dummes Kind, ne? Das ist deine Familie. Mir geht's auch noch nicht so gut. Wo können wir hinfahren? Aber wie, dir geht's nicht gut von gestern? Ja, gestern war halt auch schon wieder was. Warte mal, Curtis, was war deine letzte Information, wo unsere... Dass alle in die Stadt fahren. Also, keine Ahnung. Dann fahr einfach mal Richtung Stadtpark, so ein bisschen hin und her, Richtung, wie heißt es, der Tanzladen da. Bahama Mamas und so, einfach ein bisschen rum. Können wir mal im Dieb vorbeifahren kurz? Ja. Kann da mal jemand reingucken? Also kurz aus dem Fenster gucken, ob da eine Polizei ist? Hier im Krankenhaus? Oh. Eine Streife. Mit welchen Autos sind die unterwegs? Mal die Jugula. Alle Jugulas, oder was? Ja. Und einen so ein Buggy. Da war eine Kopfstreife, gell? Eine, da waren mindestens zwei drin. Aber kein SDK, oder? Wie sehen die aus? Was heißt Gäh? Was? Du hast Gäh gesagt, was heißt das? Das ist keine Ahnung. Halt die Fresse! Du Wichser, ey. Ich weiß nicht, ob SDK diese gepanzerten Wagen waren. Ich weiß auch nicht mal, was die anderen haben. Cody. Wenn du zu Hause klatscht dir auf den Kopf. Mann, die hätten sich sofort verpissen sollen. Mir klatscht auf den Kopf. Warte kurz. Ich dachte schon. Ja, klar, dir. Da war ein Jugula, oder? Ja, aber da saß so ein Typ drin. Weiß dein Name muss der Polizei oder sein. Mach rechts. Ne, West Highway denke ich ja nicht. Nee, also ich traue unseren Alp. Hau den halt alles zu. Unseren Leuten? Meinst du? Laut Zoldi, die sind am... stimmt, die hat gesagt, die sind am Friedhof. Ich glaube, das ist da vorne. Laut Zoldi soll nur der Kiez eine Verfolgungsjagd gehabt haben. Aber Jack geht nicht... Versuch nur mal Jack zu erreichen. Der geht nicht am Handy. Rufst du ihn an? Cody? Ich mach... Cody, du bist mit... Ja. Das ist nicht Cody, das ist Mo. Was für eine Cody? Ach, Mo, du bist es. Wo ist der? Ach, der Cody ist doch weg. Ja, ja, ich weiß, Junge. Ja, lass mich, gell? Ich hab dir gerade den Lippenstift aus dem Arsch gezogen. Du weißt nicht, wer ich bin, weil ich keine Ahnung. Lach mich. Den kannst du übrigens behalten, Memo. Da kam Scheiße in ihm entgegen, der Arme. Ja, du hast gesagt, du hast zurückgehalten. Was hab ich doch, aber ein bisschen. Der geht nicht ran. Braucht ihr Hilfe? Okay. Dann nicht. Ja, wenigstens jemand, der stehen bleibt. Ja, und habt ihr geguckt, wer da auf dem Boden lag? Ja, da lag irgendjemand mit so einem Motorradhelm und der war weiß. Das war auf jeden Fall nicht Jack.
Ich rufe nur mal Soldi an. Ja, bitte? Weißt du schon was Neues? Wo seid ihr? Wir sind jetzt wieder auf dem Weg in Junkie Park. Und wo ist Jack? Aber weiterhin keine Ahnung. Jack ist weg und Frank ist weg und der ganze Kiez hat die Funkgeräte weggeschmissen. Ach, kein du Plan. Scheiße. Ja, ich habe keine Ahnung. Und mit wie vielen Autos waren wir? Wir waren 3 Autos, ne? Also ihr, das Auto von Jamar und das Auto von Phil. Und wir sind jetzt alle wieder und Richtung Jamar Junkie Park. Jamar und Phil sind im Park. Ja. Also fällt nur Jack jetzt. Und Keith. Ja. Ja, wo könnten die denn sein? Wir fahren gerade keine rum. Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die in der Stadt, da steht halt eine Kopfkarre irgendwo rum, da haben die den Unfall gehabt. Und dann hatten die eine Verfolgungsjagd. Aber dadurch, dass die nie irgendwie gesagt haben, wo sie sind, weißt du was? Weiß ich das nicht. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder im Park. Okay, dann bis gleich. Okay. Oh, Jammer ruft an. Ja, Jammer. Ja, ich wollte mal ein Status-Update geben, ne? Ja, ich hab grad schon mit Soldi telefoniert. Also, okay. Keats fehlt, Frank fehlt und so und Jack fehlt, ne? Bei uns sind aber alle anderen da. Genau, und also ich würde nicht mehr mitmachen. Ja, was meinst du, warum ich abgehauen bin? Das ist doch komplett irre. Ja, nee, das hat damit nichts zu tun. Also das ist mir egal, was die machen, so. Mir geht's darum, wie sie es machen. Ja, das meine ich doch. Aber nicht nur die, ne? Du kannst jetzt nicht denen die Schuld in den Schuh schieben. Jack hat auch immer gefunkt, ja, machen wir und so. Nein, darum geht's. Das, was wir machen, ist egal. Das ist fein. Aber darum, was jetzt gerade eben passiert ist und wie es passiert ist und was danach passiert ist. Mit dem Unfall. Genau, mit dem Unfall. Ja, aber wo ist der Unfall? Der Unfall ist im Arcadia, also in einem großen Gebäude mitten in der Stadt. Wenn du Richtung Würfelpark fährst. Ja. Genau, so. Da ist das passiert, da haben sie die Cops dann hochgenommen. Das war so lange okay, dann kam Verstärkung, dann braucht die Hilfe. Die sind aber weggefahren, aber nicht durchgegeben, wo sie lang gefahren sind. Das heißt, wir mussten erstmal die ganze Stadt durchkämmen. Dann wollte ich Frank anrufen. Frank hat aber permanent telefoniert. Dann wollte ich Jack anrufen. Der hat aber anstatt mit Frank telefoniert. Und dann habe ich durchgefunkt, dass sie auflegen sollen, damit ich wissen kann, wo die Affen gerade sind, damit wir denen helfen können. Ergo, tun sie nicht, da ich das immer wiederholt habe, habe ich keinen Bock mehr gehabt und habe mir die Jungs geschnappt und bin hergefahren. Weil das ist mir zu dumm. Dieses Unkoordinierte regt mich richtig auf. Diesmal lief das ja bis zu dem Zeitpunkt gut mit dem. Ja, und weißt du, warum das bis zu dem Zeitpunkt gut lief? War keine Stresssituation. Dankeschön, weil vorher nichts vorgefallen ist. Die sind komplett überfordert und reagieren auf gar nichts. Ja, du weißt ja auch nicht, in welcher Situation die waren, ne? Vielleicht waren die schon im Schießen oder so. Selbst wenn du warst? Nein, vergiss es einfach. Ich hab keinen Bock. Nee, ich hab so einen Hals. Aber mal abgesehen davon war das war absolut, Was wir die Läden umgenommen haben, war in Ordnung. Das war krank im Kopf, was ihr gemacht habt jetzt gerade. Warum? Weil ihr das so rausprovoziert. Das ist, also für mich ist das nix. Bin ich ehrlich. Ja, aber das dafür ist alles bin ich nicht professionell und kriminell genug. Aber du hast doch gar nichts gemacht, du hast doch eine Wache gestanden. Ja, aber das hätte knallen können. Die sagen im Funk durch das SWAT-Team, dass derselbe Polizeibeamte schwer bewaffnet ist. Und die provozieren das immer nur weiter. Wir, ne? Nicht die, nicht Keats jetzt, sondern alle. Und auch Jack. Ja. Die sind lebensmüde. Ja, ich finde nichts. Wir waren schon West Highway. Wir sind oben gerade beim Taxi. Wir finden nichts. Ja, brauchst du auch nicht suchen. Wir haben uns komplett zurückgezogen und die wahrscheinlich auch oder sind alle im Gefängnis, ist mir egal, was mit denen ist. Aber egal, wenn wir eine ruhige Minute haben, quatsche ich mal mit dir. Ja, ich komme zum Park. Ich bin gerade auf 180, ich kann gar nicht reden. ich muss auflegen. So ein Schwachsinn, Alter. Bis gleich. Jammer ist böse. Du darfst halt die Cops nicht so heiß machen, das muss eine schnelle Aktion sein. Bruder, das war nicht mehr heiß machen, das war Reiskocher auf 5000 Grad. Ja, okay, wie gesagt, keine Ahnung, was da gelaufen ist, aber das muss eine Aktion sein. Die musst du schlagen und wenn das nicht klappt, dann kannst du direkt abbrechen. Warte, ich gebe euch kurz Update. Die sind alle in die Stadt gefahren, dann wollten die am Arcadius, glaube ich, Polizisten hochnehmen, dann kam, das haben die durchgefunkt, dann kam Verstärkung und dann haben die nicht mehr gefunkt, wohin die fahren, wo die Verstärkung brauchen auch.
Von Jammer und so. Und seitdem ist Funkstille. Und Jammer hat gesagt, der macht nie wieder mit. Wie nie wieder mit? Ja, der macht nie wieder bei solchen Aktionen mit, weil das zu hektisch ist und zu dumm. Keine Ahnung. Kennt doch Jammer. Ja, ja. Bringst uns nach Hause, gehen wir was essen. Siehst du, hab ich guten Riecher gehabt. Ne, ich würde gerne gucken, ob der Frank uns im Krankenhaus holt. Sollen wir rein? Aber ja, wie willst du da jetzt rein? Guck dir das mal an. Ich hatte eine Knie-OP. Ja, okay, ich war schon bei der. Ja, ich hab noch einen Verband am Arm, aber deshalb. Vielleicht lassen uns deswegen nicht rein. Ich hab einen Schuss von deinem Arm, die verarztet wurde, aber wenn ich da reingehe, dann sagen die, die ist frisch oder so, keine Ahnung. Weil ja, die ist halt von gestern. Die ist halt von gestern so. Okay, Mila, dein Job. Sag einfach Mila. Mila. Was soll ich denn sagen? Sag eine Schildkröte, ist an dir vorbeigerannt. Du gehst ins MD rein? Wenn die dich fragen, die Polizisten, was du da willst, sagst du einfach, geht nichts an Frauenprobleme. Ja. Okay. Ja, das ist perfekt. Und Mila. Mila? Komm mal zum Urschelweibchen. Ja. Guck, ob du den Frank oder jemanden erkennst, ne? Mhm. Ob da jemand ist. Ich versuche. Wir warten hier. Klein. Das ist nicht mehr heiß machen, Mo. Das war Reiskocher 9000 Grad und nochmal Öl und so reingegossen. Ja, das ist kacke, so, keine Ahnung. Wie gesagt, eine Aktion am Tag, wenn die schief läuft, dann kannst du direkt alles knicken, so meiner Meinung nach. Weil dann wissen die Cops halt Bescheid. Dann ist klar, dass die direkt funken, wenn irgendwas denen komisch vorkommt. Haben wir letztes Mal auch gesehen. Die eine Aktion, eigentlich ging die ja sogar gut. Aber wir haben da viel zu lang gebraucht und sind da dreimal um das andere Cop-Auto noch rumgefahren, wollten das noch hochnehmen. Und dann, ja, waren wir halt die gefickt. Der kommt erstmal das Polizeiauto. Ich muss kurz pissen. Hat, Mimo, hast du was zu essen bei? Ach du Scheiße. Oder. Ja, ja. Ui! Was zum? Guck mal, der verdampft weiter. Der verdampft einfach weiter. Hast du es bekommen? Ja. Warte, ich ruf mal Davis an. Oder wie hieß der? Davis? Fuck, ich hab seine Nummer nicht aufgeschrieben gehabt. Oh, hab ich die? Ich glaube nicht. Nee, fuck. Ich habe seine Nummer nicht aufgeschrieben. Deine auch nicht. Boah, diese schwarzen Jugulas, ne? Oh, Mila wird besucht, glaube ich, oder? Kannst du das erkennen? Ja, wird sie. Boah, ich hoffe, dass sie nichts Illegales dabei hat. Fuck. Soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, die hat nichts weggelegt. Das waren nur wir zwei. Benny, das ist halt die Arme wieder runter. Okay, die kommt wieder her. Das hat jetzt auch nur gefehlt. Ich will. Nee, runterspringen geht nicht. Ich hoffe, sie guckt auf. Ist das nicht Craig da? Warte, was ist denn das? Ich kann da gar nichts erkennen. Doch, doch. Nur schwarze Klamotten, Blinklichter und weiße T-Shirt. Und? Und? Haben die dich kontrolliert? Die haben mich kontrolliert, ja. Hast du was dabei gehabt noch? Nur meine Pistole, die haben gesagt, die müsste ich hier ins Auto tun. Hast du jemanden drin gesehen? Aber ich habe niemanden gesehen. Du bist schon klug. Das heißt, die sind noch irgendwo. Ja. Ja, aber keine Ahnung wo. Ja, wurden die. Wie sollen wir das rausfinden? Polizeirevier vielleicht? Nee, ich denke mal, wenn die Unfall gebaut haben und geschossen haben, sind die im Krankenhaus. Das heißt irgendwo, aber das kannst du vergessen. Was ist denn mit dem Krankenhaus oben? Bald nur kurz auf Mordes Pippe machen. Mila, warum bist du heute so still? Ich war so aufgeregt. Ach, frag mich mal, bei mir Karte stüpft schon rausgeguckt. Hätte Gedichte schreiben können. Ich geht. Ja, Peter Parker. Peter Parker? Und keine so Cody ist halt noch auf.
Was zum... Was zum... Hallo. Scheiße, alles nass hier in der Hose. Kacke. Komm, steig vorne ein. Nee, ich bleib hier hinten, da tropft. Wo können wir hinfahren? Fahr mal hier vorbei, ist das Auto gepanzert mal, da vorne? Die sind da mal Macadios gewesen. Die können ja nur links gefahren sein über die Brücke, wo wir gerade gefahren sind. Oder hier oben. Was oder Southside. Oder ja. Richtung Strand. Genau, am West Highway oder so vielleicht. Da waren wir doch gerade. Waren wir da oben komplett unten? Nee. Warum rufen wir nicht einfach bei einem von den Kiezleuten? Ich habe die Nummer nicht, ich habe nur vom Frank die. Ich habe die Nummer von Coco. City. Wer ist denn Coco? Coco ist ein Mädchen da. Bestes Mädchen. Ja, dann ruf die mal an. Okay. Tschüss, Lucky. Hi, ist bei euch alles okay? Oh, das klingt nicht gut. Ist Jack dabei, weißt du das? Okay. War vorbei, Bruder. Ja, wir auch nicht. Ja, also wir fahren gerade durch die Stadt. Ich war auch schon beim Krankenhaus, aber da kommst du nicht rein, ohne durchsucht zu werden. Also wir wissen auch nicht, wir fahren halt gerade rum und gucken, ob wir irgendwie was finden können. Wo war der Unfall denn? Ich glaube, bei Macadios. Bei Macadios Tower, die Brücke, die hochführt? Okay. Dabei, da sind wir gerade lang gefahren. Ach so, okay. Ja, das wird dumm. Da ist jemand von denen, Bruder. Dabei, da ist nicht die Funk bei. Okay. Milda, wer fehlt denn? Sag mal kurz. Wer fehlt denn bei euch? Wer fehlt bei euch denn bisher? Okay, alles klar, gut. Ja, wenn ich mehr weiß, dann würde ich mich bei dir melden, ja? Bummel, okay. Dann bis da. Hau rein, Alter. Also, der Frank ist nicht da, der Jan ist nicht da und die Candle ist auch nicht da. Aber das sind drei Leute und dann ja, passt also vier. Das ist, was ihr jetzt einfällt. Und so Jack wissen die halt auch nicht, was damit ist. Sie konnten noch einen mit einer BF abholen. Ja, aber und wo hat die abgeholt? Bei Macadios am Unfallort. Ja, aber da war nichts mehr. Oder vielleicht unter der Brücke. Oh, also unten am Anfang von der Brücke. Da, wo es hochgeht. Soll ich mal Jack anrufen, probieren? Probier nochmal. Hier rechts, oder was? Hier rechts, oder was? Oben sind wir ja gerade lang gefahren. Es klingelt, warte. Ja, es klingelt schon die ganze Zeit. Memo, du bist so lustig. Nein. Da muss auch noch ein Polizeiauto stehen. Ja, da stand gerade eins, aber das war kein Auto von denen. Ja, aber vielleicht sind die nur angehalten, um mit den Polizisten zu reden oder so. Als Maulbau.
jetzt gibt's was auf den Kopf, gell? Ich kann auch nicht alles mithören, ich guck die ganze Zeit überall hin. Boah, hier stand das Gold. Ja, hier standen die Cops. Die wollten halt die Polizisten noch hochnehmen. Ja, das will der in die Hose gehen. Keine Ahnung. Denke ich auch. Kannst du vergessen, genau wieder dieses Hektische, was wir da bei der anderen Aktion auch gemacht haben. Die Stadt ist so groß, wie willst du die finden? Sehr dumm. Entweder man sammelt sich irgendwo und macht in Ruhe noch mal einen neuen Plan. Ja, wir können uns aber nicht sammeln wegen dem Helikopter. Ja, dann ganz abbrechen. Ja, und das wollten die nicht machen, die wollten nicht abbrechen. Nicht Kiez, nur wir auch nicht. Ist halt so. Fahr mal nach Hause. Ja. Was sollen wir machen? Bodies. Ja, nicht, ich meine das anders. Ach so. Der Check nicht da? Da vorne ist doch ein Buggy. Himmel muss so los, Alter. Können nichts machen, keine Ahnung, wo die sind. Was geht? Grüße. Grüße. Also ja. Vom Jack fällt immer nur jede Spur, ne? Ja. Vom Frank und Jan und noch jemand genau. Und euch? Ja, wir kommen mal mit. Ja. Was? Ja, das war ja mal ein Griff ins Klo. Mhm. Also, Real Talk, habe ich ja schon fünfmal gesagt, aber alles, was wir mit den Kieselsteinen machen, geht daneben. Wir ziehen gestern mit 5 Mann los und haben mehr gebacken gekriegt wie die. Ja, du darfst aber nicht vergessen, dass das für eine große Gruppe schwieriger ist als klein, ne? Ja, aber es ist halt schon. Was, ich habe eben den Call gehört, dass Frank gesagt hat, schmeiß all die Funkgeräte weg. Was ist das denn? Ja, weil die Hops genommen wurden. Ja, aber dann ist es ja so oder so weg. Muss man es ja vorher nicht wegschmeißen. Callen, wo man ist, vielleicht kann man helfen, unterstützen, den noch 2-3 Minuten rausschlagen können, kann man vielleicht schon mit 2-3 Autos nochmal da antanzen. Na, wir standen alle bereit. Und das haben, die haben nicht durchgepunkt, wo die sind. Nein. Ja, vielleicht waren die auch nicht mehr in der Lage zu punkten, ne? Wenn die Wer weiß das schon. Also, aber ich habe gerade gehört, dass der eine Frau auf dem Motorrad auf jeden Fall Funk hat und die ist fröhlich noch durch die Gegend gefahren, alleine, die haben wir noch gesehen. Das heißt, ja, muss man halt gucken, wenn man da zum Gespräch kommt, was abgegangen ist. Was ich nur schlimm fand, deshalb bin ich auch abgehauen mit den Jungs und mit Mila, das haben wir vorher besprochen, dieses auf Krampf komplett provozieren. Wir haben die Info, SEK steht da, MPD sind 15, 20 Leute, da sind da und die wollten nicht aufhören. Nicht nur die, also wir auch nicht, ne? Die im Funk waren. Da kam nicht mal vom Jack irgendwie, ja, lass abbrechen. Die wollten bis zum bitteren Ende. Und das ist nicht cool. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es nicht so cool. Dann lieber kleine Taktiken, Sneaky Biggie. Jamar hat dann auch gesagt, also ich kann halt nur von unserem Auto reden, wo Jamar und so noch drin waren. Und Jamar hat auch irgendwann gesagt, ist gut. Aber Jack wollte nicht hören, der hat die ganze Zeit mit Frank telefoniert. Ja, und wer fehlt jetzt? Jack, telefoniert. Genau. Fehlt nur der Jack jetzt? Ja, von uns, ja. Okay. Mila war gerade im MD drin, da kommt man aber nicht rein. Da stehen über Polizisten und so. Vielleicht könnte Jazz mal vorbeikommen. Jazz, wer ist denn im Dienst? Warte. Vielleicht kann ich ja jemanden anrufen. Obwohl, du kannst doch gucken. Guck mal auf Intensivbetten. Ja. Im Dienst, den haben wir dann da. Na, Reuter. Oder Triagekarte. Ding. Triagekarte ist besser. Ja. Gibt's denn da? Ha, mich gibt's da. Donnermeier, Donner.
Xavina, Reuter, Meier. Oh. Ne, guck mal, wer in Triagekarte eingetragen ist. Welche Patienten? Die jetzt noch da nicht behandelt wurden? Ja. Ja, generell auch was schon behandelt wurde. Hast du ja alle, die reinkommen, werden auf jeden Fall da eingetragen. Ganz viele Leute. Geht heute bis zum Gipfel. Ey, vier Jugulas voll besetzt, könnte diese Mafia sein. Die Rische Parker, macht euch ready. Was? Hab ich gerade. Was für eine Mafia? Haben wir Stress mit Mafia? Stadtpark-Fuzzis, die wollten gestern schon hier einreiten. Was wollten die? Macht euch einfach alle bereit, verteilt euch mal ein bisschen. Könnte sein, dass es knallt. Chef, komm mal. Auch noch. Ich geh aufs Dach. Aua, 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 aua. Ich hab keine Ahnung, von was die reden, was für eine Mafia, Alter. Puh, da nur Stress, Alter. Ja. Ja. Curtis, der Davis, heißt der Tyrese? Oder heißt der nur Davis? Welcher Davis? Was für ein Davis? Ich kenne nur einen Davis vom Kiez. Ja, genau, der. Weißt du, wie der... Ich hab keine Ahnung, wie der heißt. Davis, dein Vorname? Okay, weil im Krankenhaus ist einer, der heißt Tyrese Davis. Also, ich hab keine Ahnung, wie der heißt. Brustschutz. Okay, alles klar. Warum haben wir Ärger mit der Mafia? Ich verstehe nicht. Ich hab auch keine Ahnung. Okay. Okay. Ich muss pissen, ey. Ich will nicht wissen, was beim Walle gerade reinkickt, Junge. Aber ich glaube, da gibt's richtig Ärger, Alter. Irgendwas ist passiert. Irgendwas ist passiert. Da muss mächtig was schiefgegangen sein. Jetzt hänge ich hier wieder auf dem Dach wie so ein Lutscher, Alter. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Was für eine Mafia aus dem Stadtpark? Seit wann hängt eine Mafia im Stadtpark ab, Mann? Puh. Ja, mach doch noch mehr Metagaming, Wallis-Knast. Junge, Alter, bann den Dreck weg. Das musst du gar nicht timeouten, Bruder. Das kannst du direkt wegbannen. Die Leute checken das eh nicht, Alter. Was für Plebs, Junge. Warum haben wir Ärger mit der Mafia? Da kommt, ich glaube, das ist irgendwie so ganz komisch, keine Ahnung. Ich habe gestern irgendwas verstanden von wegen, nur wegen Stadtpark. Ja, aber was für ein Stadtpark-Mafia? Ich weiß nicht, wie genau die heißen, die wohnen an so einer Playboy-Villa. Wird die genannt, keine Ahnung wo. Und da, und die sind hier, das sind die jetzt in den schwarzen Jugulas? Und in den orangenen? Das weiß ich nicht. Hat er das nicht gerade gesagt? Nee, fünf schwarze Jugulas hat er gesagt. Glaub ich. Ich denke nicht, dass da was passiert, aber... 5 Minuten jetzt kurz warten. Egal, das ist eben ein Scheißtag. Ich hab mehr Angst, was für eine Villa, Bundi? Was? Was für eine Villa? Playboy-Villa wird die genannt, keine Ahnung. Das ist so eine Villa mit so einem Pool, wo so ein Stein drin ist. Ah, ich weiß welche, das ist Opa Dunis mal da drauf gelaufen. Ja, da wohnen die.
Ding, ihr könnt runterkommen, ne? Aber behaltet mal die Knarre irgendwie griffbereit. Ist das was? Warum haben wir Stress mal denn? Also ich krieg die genaue Story gerade auch nicht zusammen. Stopp, ich weiß nur, aber ich muss erstmal hören, was das jetzt genau war. Ich weiß nicht. Das könnte mehrere Sachen sein. Ja, Drummer. Du wolltest wissen, warum wir Stress mit der Mafia haben? Ja, ich check das gerade nicht. Okay, pass auf, ganz einfache Sache, ne? Letztens, nach der Aktion, wo ein paar von uns im Knast gelandet sind und wir alle im Krankenhaus waren, unsere Jungs am Stadtpark, dann wurde... Ach, ist das die Sache, wo Mila geschossen hat? Genau. Mit dem Wels, mit der Nummer? Ja, genau. Und diese Frau nimmt uns das wohl sehr übel und hat ihren Mann vorgeschickt mit seiner Mafia-Truppe. Ja, aber die hat doch ihre Nummer dem Wels gegeben, freiwillig. Echt jetzt? Das hat der Wels mir erzählt. Okay, also mir wurde gesagt, dass dem Wels dann später irgendwie Knarren an den Kopf gehalten wurden und... Das ist doch die Aktion, wo Dretzmann und alle dabei waren, wo die einfach wild um sich geschossen haben im Stadtpark, ne, diese Mafia? Ja, genau. Genau, und aber die fahren jetzt schon seit 3 Tagen irgendwie immer hoch zur Eastside, dann wieder hier runter, dann wieder hoch, wieder runter. Ob die jetzt uns meinen, also da wurde gestern angerufen und dann hieß es, yo, was wollt ihr, ne? Und bei wem wurde angerufen? Wir haben bei der angerufen. Okay. Ja, dann wurde ein bisschen so Wortgefechte ausgeführt und dann aufgelegt. Aber ganz ehrlich, bis jetzt war noch niemand hier. Und ich denke mal, hier taucht auch keiner auf. Ich bin so unter Strom heute, ne? Erst die Sache, also, jetzt mit einer Mafia. Ich bin hier oben irgendwo von dem Dach und bin umzittern. Ich kann dir sagen, dass hier bei uns am Junkie Park, solange hier ein paar mehr Leute sind als nur 4, wird hier nichts passieren, weil jeder weiß, wer hier immer chillt. Hier chillen alle Gang-Gangs oder auch nicht Gang-Gangs, ja, und konsumieren Drogen und kaufen Drogen und verkaufen Drogen. Also die werden jetzt nicht hierher kommen und einfach das Feuer eröffnen auf uns alle. Weil du musst ja immer davon ausgehen, dass du hier den Falschen dann triffst. Also du bist ja eigentlich am sichersten. 24 Jahre lang lebe ich jetzt hier in der Stadt und in der Southside. Ja. Und seitdem ich euch kenne, seitdem wir alle zusammen abhängen, ist mein Leben so scheiße geworden. Nur Stress. Knarre, dies, das, ging, ging, bing, bing, all die Scheiße. Aber was egal, ging, ging denn? Für die Familie. Aber du hast doch schönes Auto. Ja klar, aber das nützt mir auch nichts, wenn ich tot bin. Ja, aber ich fühle mich gerade wie eine Taube. Das mag ja sein, aber du hast ja ein Auto, was... Du hast es ja jetzt. Genieß doch die Zeit, die du jetzt hast. Na, okay. Wenn ihr kommt, dann... Ja. Ich bin geladen. Ich... Ich weiß. Ich bin auch geladen. Ich kann für nichts garantieren. Ich schmeiß die Knarre runter. Wenn ich keine Patronen mehr habe. Ja, das kannst du machen. Ich würde mal gerne wieder eine Woche lang Ruhe haben. Eine Woche mal schön sitzen, Eis essen. Eine Woche? Ein bisschen entspannen mal wieder. Jeden Tag du mal. Du weißt, was wir morgen machen, ne? Was denn? Das weißt du auch noch nicht, ne? Morgen treffe ich mich mit dem FIB-Agent oder mehreren Agents oben in Sandy Shots in der Flughafenhalle und dort nehmen wir dann die Agents hoch. War das nicht für heute geplant? War für heute geplant, wurde aber abgesagt, da die Termine haben. Also, damit meinten die uns. Ich glaube, ich kann morgen. Ich habe Bauchschmerzen. Okay. Ihr wollt euch mit dem FIB anlegen? Ja, nein. Aber du lockst die doch in eine Falle, dann wissen die doch. Ach nein, das ist die Aktion, wo man nicht umhaut, ne? Wo du dich hinschmeißt dann und ausschreist. Genau, wo ich dann im Dreck liege und dann nach Hilfe schreie und sage, ah, und so. Ich meine, klar, die werden das erstmal mir ankreiden, so, aber. Ich sitze oder so mit 2 Beinen schon im Knast, weil A, ich werde gesucht. B, ich muss noch 120 Hafteinheiten absitzen, die ich aber nicht, ne, also alles Gucci. Was habe ich mich eingelassen? Hä? Ich war mal so ein netter Kerl. Und jetzt bin ich Kopfkiller, 2-mal verurteilte Mörder. Da kommen Autos. Ja, nicht, dass du. Da kommen Autos, aber so unser Auto, oder? Ja, das sieht nach unserem Auto aus. Guck mal, ich bin hier oben. Ja, ich sehe dich da oben. Ich bin wie eine Taube. Okay. 120 Einheiten musst du ins Gefängnis. Ja, wenn nicht sogar mehr. Also für die eine Strafe musste ich 70 und dann kommt nur noch
die Krankenhausaktion, dort oben, weißt du, die ganze Knatterei da oben. Und, also ich denke mal so 100, 120, 140 Einheiten bin ich locker weg. Ich bin am Telefon, ja. Aber das wissen Business-Typen, ne? Die können mich verhaften. Die können mich verhaften, aber ich komme, also ich gehe da hin, quatsch mit denen, dann wollen die mir ein Formular geben, was ich unterschreiben soll, und dann bin ich straffrei. Also, sobald ich das unterschrieben habe, bin ich komplett aus der Sache raus. Und dann dürft ihr zuschlagen. Okay. Ja. Aber dann bin ich unschuldig. Ja, das ist, ich weiß nicht, das ist genauso schlimm, wie die Sache wollte. FIB, SWOT, SEK, Panzer, was weiß ich. Weißt du, was richtig krass war? Der Panzer, ne? Uff, Alter, boah. Der klebte so nah an uns, ne? Oh, alter Schwede. Ich hab schon Sternchen gesehen. Ja, du auch gleich, wa? Ich sitze oben. Ich brauch ein bisschen frische Luft. Ich komm nicht klar auf I don't understand my life today, you know what I mean? Ey, ich versteh das nicht. Ja, ich find das ganz angenehm so. Ja, du bist so ein kriminelles Schwein. Was? Ich hab noch nie was Kriminelles gemacht, ich wurde noch nie erwischt. Ich war schon im Gefängnis zweimal. Ja, ich noch nicht. Das ist gelogen, ich weiß, aber... Du schaffst das schon. Ich bleib noch ein bisschen näher. Das ist ganz schönes Weichei, ne? Weißt du das? Na und? Weißt du, sonst hast du immer so auf harten Macker und jetzt ist voll das Weichei. Ja, das hat nichts mit hart zu tun, wenn du so irre im Kopf bist. Dass du, dass du den Staat herausforderst, nur weil du so Plastikdinge haben willst. Das hat nichts Ehrenhaftes und nichts Männliches, wenn du mit deinem Leben so leichtfertig umgehst. Mal ein bisschen Gras verkaufen, okay? Vielleicht mal in die Kasse greifen vom Opa oder so. Okay. Aber ihr beschwört den Teufel, ihr macht die Hölle auf. Und nicht nur ihr, die Kieselsteine genauso, das sind Psychopathen. Achso, und diese Idee, dass wir mal eben kurz die Asiatenkammer hochnehmen oder das komplette PD hochnehmen wollen, das ist natürlich nicht Das ist so, ein Plan wie in einem Film. Das kann man intelligent anstellen, ohne dass jemand verletzt wird. Da tauchen Agents auf, die gehen ins PD, die zeigen einen Wisch und alles ist gut. Aha. Der macht die Tür auf, man nimmt die Sachen. Pass auf. Weißt du, wie das dann ablaufen wird? So, dann heißt, ja, kommen Sie hier mit, so, ne? Dann auf einmal kommt jemand runtergelaufen, sagt, hier, das sind gefälschte Ausweise. Ich, ne, den kenne ich da links, den kenne ich auch da rechts. Dann werden Waffen gezogen, jeder schreit jeden an. Dann schreit er, du auf den Boden, nein, die Waffe weg. Dann kommt irgend so ein Typ von oben runtergerannt mit einer Shotgun, dann schießt den Typen vor mir, dann muss ich den anderen erschießen. Und du weißt, wie es ausgeht, alle schießen sich gegenseitig am Ende. So endet das. Und ich sitze irgendwo draußen im Auto und höre Radio. Weil ich gehe mit Sicherheit nicht ins PD. Du sitzt draußen, lässt den Motor laufen. Genau. Richtig. Ihr seid krank im Kopf. Ich hab null Ahnung, wovon du redest, weil ich plane ja gar nichts. Ich würde sowas doch gar nicht planen. Ja, aber du redest darüber so, als wäre dir dein Leben egal. Ich geh da rein, dann klatscht den mit Shotgun ab, dann kommt deiner runter, der kriegt eine Kettensäge im Kopf gehauen, die Frau schlage ich mit einem Knüppel im Gesicht, dann werfe ich die Handschellen an seinen Fuß, dann mach die Tür auf. Du redest so, als wäre das ein Film. Das klingt nach einem guten Film. Ja, das klingt nach einem guten Film, weil das ist echte Leben. Hier kriegst du eine Kugel im Kopf und dann bist du tot. Dann bist du in den Sarg gekloppt und dann bist du unter der Erde. Und mein Leben ist viel zu schön, um zu sterben. Ich bin hübsch. Ich habe Zukunft vor mir. Ja. Dann vergoldet das doch nicht einfach so. Ich bin eine Waschstraße. Ich vergolde das nicht. Was meinst du, warum ich vorhin abgehauen bin? Die reden am Funk, als wären die im Krieg. Wir hauen jetzt jeden Shopladen kaputt und machen klauenes Geld. Wir fahren jetzt in die Stadt und suchen Polizeiautos. Sind die irre in der Birne? Seid ihr irre in der Birne? Und also keine für die anderen kann ich sagen, dass sie wirklich irre sind, aber bei ich mir ist alles in Ordnung. Ich hab Jack angerufen mit zitternden Fingern, ich konnte seine Nummer nicht mal wählen. Und hab gesagt, ich fahre nach Hause. Für solche Einsätze brauchst du Panzerfäuste und so, was ihr vorhabt. Nee. Und das ist auch nicht das, was wir besprochen haben. Wir haben gesagt, für die Familie Geld und
Das ist kein Geld verdienen. Ihr echt? Wollt aus der Asiatenkammer Waffen klauen und damit noch größere Dinge abzielen. Bald rennen wir in die Bank rein. Apropos Bank, da müssen wir nochmal drüber quatschen. Ich finde, da muss, also das mit der Bank mache ich dann nebenbei, ja? Da habe ich schon so einen Plan, ja? Ausstellung steht schon. Nein, bist du bescheuert? Wie bin ich bescheuert? Du kannst doch nicht in die Bank gehen. Ja, du hast doch gerade über Geld gesprochen, der Bank ist eine Menge Geld. Ja, und nach der Bank, was dann? Dann willst du die Staatsbank hochnehmen? Und nein, was das danach? Casino. Danach infiltrierst du FBI? FAB? Polizeirevier? Das hat sich mit Jack schon überlegt, ja. Das mit dem Polizeirevier läuft gerade noch nebenbei. Du bist nicht dieser Terminator Agent Chrome. Du stehst nicht nochmal auf und stirbst. Das ist mir bewusst. Aber solange es mir gut geht, geht's mir gut. Komm, Curtis, für die Familie ein bisschen Kriminalität. Auch Jeff K. Von nix komm nix, Curtis. Du willst doch deine Waschstraße haben. Du musst Geld verdienen, von nix komm nix. Und jetzt bin ich der übelste Boss von der Stadt. Jetzt häng ich hier mit Schwerverbrecher ab. Ja, ob das mit dem Boss so richtig rübergekommen ist bei den Leuten, weiß ich nicht, aber... Ja, die Polizei denkt, ich bin eine große Nummer. Ich hab nichts gemacht, ich bin ja am allerwenigsten, der hier was machen will. Ja, aber dann... Das ist doch gut, dass sie das denken, oder nicht? Ja, klar, du kommst ja nicht ins Gefängnis. Wenn die sich die reiben sich dein zusammen, ja? Finden meinen ja? Fußabdruck an der Scheibe und zack, bin ich in Haps. Tun für Stunden. Ja, aber wahrscheinlich... Du leist dir mal eben so von Dratzmann 700.000 fast 1 Million Dollar. Ja. Weil du einen Tourismus herfallen willst. Ja. Ja, Bruder, was willst du eine Bank überfallen, wenn du 700.000 Dollar geschenkt bekommst? Oder die leihen kannst? Wie viel Geld willst du noch? So viel Geld kannst du nicht ausgeben. Ja doch, für das Auto. Siehst du doch. Aha, und dann überfällst du die Bank, um deine Schulden wieder zu zahlen. Ja, siehst du. Dann überfallen doch nicht die Bank, kaufe dir ein anderes Auto für 10.000 Dollar. Fährt auch. Halt viel Reifen, Motorbremse, Gas. Ja, aber ich will das Auto haben, weil... ich das mal fahren möchte und ich will das so genießen, so, weißt du? Ach, du bist bescheuert. Ihr seid alle krank, in der Birne. Ey, warum? Ich kann's ja verstehen, wenn man so einen Laden ausraubt oder will die Jungs das machen, die fahren rum und klauen ein bisschen Geld von Arbeitern. So kleine Genoven, Räuberdiebe sind auf Genoventour. Aber ihr seid wie Splinter-Cell. Okay. Weiß Johnny davon? Wovon? Ja, von den ganzen Plänen, die du in deinem Kopf hast. Ja. Und was sagt Johnny? Eins nach dem anderen, ne? ihr funkt ja schon wie so eine Spezialeinheit. 07 ja, Ende, nee, also, nordöstliche Richtung, Helikopter Hammer über mich, hat mich also, entdeckt und... Das ist eher noch so Trash-Talken. Ich werde da ein bisschen die Tage Ruhe reinbringen. Wir werden auf jeden Fall einen Shortcaller reinhauen. Ein was? Und dann geht das richtig los, da kann ich das sagen. Was ist ein Shortcaller? Das wirst du dann sehen, wenn es soweit ist. Na, alles mit der Ruhe hier. So. Morgen kläre ich das da ab, dass das so nicht mehr weitergeht, den Trash-Talken. Weil das ging überhaupt nicht vorhin. Also da bin ich mega drüber aufgeregt. Weil wenn du sagst, ja, irgendwo im Norden bin ich gerade unter Führung. Ja, Norden ist Bus. So, wie sagt das man das denn halt sonst? Du sagst ganz Bravo, einfach... Bravo Echo Zulu 700 nördlich Ost 3 Grad 5. Da haben wir den Breitengrade, wo du bist. Am besten noch die Koordinaten und dann finde ich dich. Nein, man natürlich nicht. Man soll das halt klar und deutlich sagen, wo man sich gerade befindet. Am besten Merkmal, ein Ort, der super schnell auffällt. Wie Arcadius, also so findest du sofort. Also so will der Kiez gerade. Wir sind am Arcadius und dann Funkstelle. Ja, aber danach hast du ja gehört, ja, ich fahre gerade den Kanal entlang und dann fragt man sich ja, welchen Kanal fährst du gerade entlang und dann heißt es ja, wir brauchen Unterstützung, ja, wo brauchst du Unterstützung? Und bei all diesen ganzen Dingen, ja, dann versuche ich die Leute anzurufen, sie gehen nicht ran, weil sie miteinander telefonieren, warum auch immer, weil sie eigentlich Funkgeräte haben. Das geht eigentlich viel, viel besser, weißt du? Das kann man eigentlich viel professioneller aufziehen. Du musst einfach eine Struktur reinbringen, ein bisschen mit der Peitsche drauf einhauen und dann passt das so. Dann. Aber gerade ist alles so ein Durcheinander und
Kein Wunder, dass du dann auch keinen Bock hast, so, weißt du? Da will ich auch keinen Bock Nein, mehr. Das hat nichts mit Bock zu tun. Ich habe Angst um mein Leben. Ja, aber wenn ich das dann... Ich habe Angst um das Leben von meinen Freunden. Ja, aber die Sache, wenn alles geordnet... Ich habe Angst um das Leben meiner Familie. Ach, laber nicht. Ohne Angst. Ich könnte dich nicht gegen den Staat anlegen. Den machen wir doch nicht. Die kommen hier mit Panzern und Helikopter und diese Jet-Dinger. Die machen einfach brrr, und dann ist der Gebäudekomplex weg hier. Sagst du, Baumarkt wird aufgebaut oder was? Ja, dann kommt hier ein Baumarkt hin. Ja, ja, davon habe ich schon mal gehört. Das ist sowas. Nicht lustig. Nein, ist auch nicht lustig. Was meinst du, was damals bei der Megamall stand? Da war schön ein Familienreihenhäuser. Da hat sich eine Gang eingenistet. Dann hat das einmal brrrr gemacht. Zack, Baumarkt hin. Ja, aber wie gesagt, Stück für Stück. Wir haben jetzt Part 3 durch. Morgen kommt Teil 2, Part 1. Alles Gucci, das läuft. Du musst ja nicht mit. Wir regeln auch ohne dich ganz kurz. Und dann gucken wir die Tage, dass Part 4 wieder... Ja doch, ich muss mal, sonst verklebt Johnny mich wieder und alle sind wieder sauer auf mich, weil die wieder weggestoßen von der Familie. Aber ich verletze niemanden mehr. Ich fahre Auto, okay. Ja. Und im allerhöchsten Notfall schieße ich zurück, um mich selbst zu verteidigen. Ja, ja, genau. Aber ich drehe nicht wieder durch und schieße auf Polizeibeamte und kriege selber wieder Kugeln ab. Ja, ja, alles gut. Der hätte mich töten können. Wo Autos? Wo? Wo Autos hier Straße stehen bleiben. Jugula muss auf jeden Fall Gang-Gang sein, alles Gucci. Mafia fährt keine Jugulas, oder? Keine Ahnung. Wo denn? Na egal. Na, auf der Straße ich gerade. Ich seh nur Palmen aus Plastik. Mehr aus Benzin. Oh, da sind schon welche, die links hochlaufen, Treppe. Okay. Leg mal besser auf. Ey, warum? Oder tu Herzelde Mo. Das sind alles unsere Jungs da links. Ja, aber da laufen gerade welche den Treppen hoch, als wäre irgendwas passiert. Ja, ich sehe das doch, das sind unsere. Ja, die tun so, als würden die sich bereit machen, dann würde es gleich Brettchen geben. Ja, dann hätte ich schon Bescheid bekommen, ich habe Funk. Ich habe mein Funkgeld übrigens ins blaue Auto getan bei Wanted. Okay, gut. Das musst du gleich rausholen. Und verstecken. Hol ich dann sofort raus, ich verstecke das dann, ja. Oh, hinten, jo. Hinten laufen Leute. Hinten wurde... Ach, der da steht. Ich habe zwei Leute gesehen. Auch unsere Jungs, alles gut. Da. Ja, ich weiß, alles unsere Jungs. Oh. Ah, stimmt, der eine hat Nippelpiercings, sehe. Ja, und Tattoo, und also. Funkelt immer. Ja. Ich muss mit Johnny reden. Worüber brauchst du Urlaub raus? Nur, dass ich fahre. Ich kann gut Auto fahren. Okay. Ja, aber brauchst du nicht mit Johnny reden. Deine Entscheidung ist, dass du halt ab sofort noch supportest, indem du einfach nur sagst, hier, ich bin euer Fahrer, ne, dann ist das auch okay. Okay. Solange du uns nicht da stehen lässt, weil wir gerade umsingelt wurden. Ich heiße ja nicht Curtis Wells. Ja, ich sag dir das nur, ne? Die Stadt ist so friedlich nachts. Bienenwohl. Ah ja. Solltest du vielleicht mal Krankenhaus gehen? Da bin ich vorhin vorbeigefahren. Da kommst du nur noch rein, wenn die dich durchsuchen. Ich weiß. Ja, mal gucken. Morgen auf jeden Fall kommst du wieder mit. FAB da platt machen und dann warte, wie platt machen? Du hast gesagt, wir fahren da hin und man zählt die aus. Ja, das sag ich ja mit platt machen. Nee, platt machen bedeutet abknallen. Ach so, ja, nee. Also, kommt auf die Situation an. Ich sag ja, wenn sie friedlich sind und kooperieren, dann kann man mal sagen, alles gut hier so, ne? Du weißt schon, dass du gerade über das FAB redest, ne? Das ist doch so eine staatliche Organisation, die ermittelt und Unmengen an Geldern zur Verfügung hat, um die Kriminalität in Los Angeles zu bekämpfen. Das hat das LSPD bestimmt Plan. Auch. Wer? Ich bin der Meinung, dass LSPD und SD genauso staatlich sind. Ja, die doch noch mehr. Das ist doch eine viel höhere Instanz. Ich finde da jetzt keinen großen Unterschied. So, der eine ist halt für so Leute wie uns zuständig und der andere ist halt für alles zuständig. So. Ja, aber was bedeutet Leute wie uns? Ja, so richtig Hardcore-Kriminelle so. Ihr habt ja eine Karriere hingelegt innerhalb von ein paar Wochen.
Ihr seid Berufskriminelle. Ja, wird schon schief gehen. Ja, ja. Ihr werdet nicht schlafen, aufwachen. Haben wir jetzt schon was von Jack gehört und Frank? Und Jan, ja, die können versauern. Warum? Weil man so einen Scheiß nicht abzieht. Weil man genauso mit so einem Scheiß, was ja, die gemacht haben... Ja, du tust so, als würdest du alle Hintergründe wissen. Ach so, ja, nee, tut mir leid. Ich weiß, dass die beiden miteinander telefoniert haben. Und dass mehrfach im Funk gesagt wurde, dass sie auflegen sollen. Weil hätten die das gemacht, was ich denen gesagt habe, dass sie auflegen sollen und ich hätte sie anrufen können, dann wüsste ich genau deren Standort. Stell dir vor. Und dann wären wir mit 8 oder 10 Mann dahin gefahren und hätten dann helfen können, eventuell. Aber nein, man muss natürlich telefonieren, weil das ist ja sehr wichtig. Weil Funkgeräte, wozu habe ich die denn mitgenommen? Und dann hörst du im Funk nur, schmeißt mal alle eure Funkgeräte weg. Da kann ich nur den Kopf schütteln und Arme über den Kopf und einfach laut schreien. Also für die Aktion können die von mir aus da erstmal bleiben, so. Das alles passt schon. Können die ein bisschen drüber nachdenken über ihren Bullshit, den sie da gemacht haben. Okay. Wo ist deine Torte? Da. Ich leg mal kurz auf. Ochi Toasty. Hast du gehört? Ja, dein Kushi wartet da oben auf dich. Er braucht ein bisschen Zuneigung und Hilfe. Was macht er die Taube? Aber Hand aufs Herz, das ist eine gute Regel. Wenn die echt ist. Ich guck gleich mal nach. Ich erkläre auch gleich warum. Also für mich das eine gute Regel ist. Ich komme hier nie wieder runter. Wir kommen nur wieder runter, du bist gefangen. Ich weiß. Ich schmeiß dich runter und dann springe ich auf dich drauf. Gott, habe ich schon mal erwähnt, dass ich voll Angst habe? Hallo, wer ist da? Hey, ich bin's, Jess. Ich wollte fragen, wo bist du? Oben auf dem Dach. Ich wollte dich nur fragen, wegen den Cops, ob ich denen da jetzt, was dich angeht, irgendwas sagen soll oder nicht? Am besten klärt das, sagt Johnny was dazu. Ich habe keine Ahnung, wie man da sowas handhabt. Ja, musst du wissen. Ich frag Johnny erst, okay? Okay, mach das. Kannst du gleich nochmal nach meinem Arm gucken? Dem Verband muss, glaube ich, gewechselt werden. Ja. Bist du noch komm unten? Runter, ne? Dann machen wir das. Ja, ich bin unten. Ich komme gleich. Alright, bis gleich. Bis gleich. Mila. Ja. Jamma hatte mir gerade gesagt, dass die morgen FAB-Agents überfallen wollen. Oh mein Gott. Und dann wollen die noch die Bank ausrauben. Und dann wollen die, weiß nicht was noch alles. Weil aggressiv, können wir nicht alles merken. Aber warum? Weil die beschuldigt sind. Das ist doch... Oh nein. Ich weiß nicht, ne? Wenn die heute, warum waren die heute so krass bewaffnet? Oder sind die das jetzt keine immer? Keine Ahnung, kann sein. Wenn die das immer sind, dann wird schwer, ne? Dann wird richtig schwer. Wenn man nicht so drankommt, dann muss man Kontakte klar machen an jemanden, der einem Waffen verkauft, weißt du? Aus Osteuropa oder so. Aber damit kann man nicht ins PD gehen. Ich wollte warum? Ich heul schon wieder rum. Ich bin ein Weichei, ne? Aber das ist nicht schlimm. Du magst mich trotzdem, ne? Ja. Pass auf, schau. Ich finde es auch krass, so... Ich weiß nicht, wir machen das immer häufiger, kommt mir so vor. Curtis Lynch. Und ich hab schon auf Menschen geschossen und du auch. Ja, das wird immer krasser. Und wer weiß, vielleicht töten wir irgendwann jemanden komplett. Also so. Aber ich möchte keinen töten. Nein, ich will nicht mal eigentlich jemand verletzen. Es ist nicht einfach. Aber... Wir haben auch gesagt, wir helfen. Aber FIB hochnehmen, das ist schon eine Nummer. Ja, wir müssen mal gucken. Ja. Nummer ruft dann.
Ja. Hörst du, bist nach oben, gell? Ja. Hinter dir auf dem Dach, nicht erschrecken, ne, ist der Jeff. Okay. Er ist auf der... warte mal, wo bist du genau hin? Warte, wohin guckst du gerade? Ja, genau da. Ja, Jess, ich guck gleich kurz Discord bei denen. Richtung da posten die den. Norden. Okay? Okay. Also nicht, dass du dem One-Tap oder so gibst, wenn was okay. passiert. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. Ja, wir finden schon eine Lösung dafür. Ja. Probleme sind da, um sie zu lösen. Ja, wie wär's mit folgendem Problem? Ich weiß nicht, wie ich hier runterkommen soll. Ja, da vorne ist eine Leiter. Ja. Du schaffst das schon, komm. Ich will ein bisschen nachdenken, Sterne beobachten. Ich brauch auch mal Zeit für mich, ein bisschen. Ja. Du Klette. Halt die Klappe. Bitte, Backer. Komm her. Ja. Solange ich dich noch im Arm nehmen kann. Oh. Oh, das wird schon wieder. Ja. Jetzt geh runter. Ja. Kst. Das ist mein Dach. Komm, du schaffst das schon, Pildepacker. Mama. Oh Gott. Du schaffst das schon. Nicht. Ich schaff das nicht. Doch, du schaffst das. Oh Gott. Okay. Warte. Okay. Okay. Okay, das ist echt hoch. Ich hab gerade fast einen Herzinfarkt gehabt. Mama. Mila, der Schornsteinfeger. Ich will nicht, Mama. Komm. So, Discord aufmachen. Gucken wir uns das mal an. The Unity Pommes. Ist das gepostet? Rage MP News? Ach du Kack. Neue Serverregel. Jede Person darf maximal 3 Fahrzeuge gleichzeitig ausgepackt haben. Hiervon ausgenommen sind Fraktionen und Gewerbe, die im Autohandel und oder Vermietung tätig sind. Ja, ist okay. Besser wird aber gelöst, wenn Unity Garagen reinbringen würde. Ach, haben die ja, ne? Man hat ja diese Stellplätze. Okay, da muss man jetzt darauf achten. Ist aber für die Server-Performance besser. Das stimmt schon. Es gibt hier nämlich Leute, die bei irgendwelchen Villen wohnen, Alter, die haben 30 Autos einfach ausgepackt und ständig auf die Wiese und so. Total bescheuert. Ist gut. Ist okay. Aufgrund exzessiven Fahrzeugspam auf der Map und zu Entlastungsservers. Okay, das ist gut. Folgende Fahrzeuge dürfen nicht für aktive kriminelle Handlungen verwendet werden. Ach du Scheiße. BR400. Ist das Motorrad, das wir haben? Jugular. Vapid Trophy Truck. Maxwell Vagrant. Lampadati Komoda. Benefactor Dubster. Camacho Sanchez Manches Blazer 1-3 Street Blazer Enduro. Dürfen nicht mehr für kriminelle Handlungen verwendet werden. Jetzt frage ich mich, ob der Server auch dem entgegenwirkt und das wieder gegenbalanced, indem die Cops-Auto ihr Tuning wegbekommen. Man verbietet gewisse Autos, und das erkläre ich euch jetzt, weil die einfach zum Meta gehören, weil die einfach in Anführungszeichen abused werden. Ja? Als Beispiel benutzen irgendwelche Gangs, kriminelle Organisationen, whatever, Kleinkriminelle, eine BR400, das Motorrad, weil die genau wissen, ich raube einen Shop aus und ich bin nicht auf RP aus und mit dieser verfickten BR400 fahre ich einfach den Berg hoch. Weil die Polizeiautos dürfen nicht den Berg hochfahren. Dürfen sie schon, machen, glaube ich, aber die Cops selten. Versteht ihr? Man versucht immer, so eine Grauzone zu finden und irgendwie sich einen Vorteil im MP zu verschaffen. Das ist eine heftige Änderung, Alter. Die Meta wird sich changen, da wird dann auf Autos geswitcht, die noch nicht auf der Liste haben. Aber das ist echt böse. Aber dann sag doch mal, dann soll ich mir in den Berg hochfahren. Ja, ist eigentlich beides. Beides egal, ob du das verbietest oder sagst, fahr nicht auf den Berg hoch. Stimmt schon, aber Jugula, come on. Ja, aber Johnny Jugula ist auch ein... Bruder, du musst das ganz neutral betrachten. Du darfst jetzt nicht als Gang- oder Crime-Appealer denken. Betrachte das aus Server-Sicht, Johnny. Wie viele verkackte Jugulas fahren auf dieser Map hier rum? Alle. Jede Gang, jeder Crime, wie schafft er damals? Alle fahren verkackten Jugula. Alle.
Erstens sieht das scheiße aus für die Immersion. Und zweitens ist das doch allgemein kacke. Das Problem wird nur sein, jetzt ein... Ja, die Meta wird sich halt changen, ne? Man wird halt ein Auto finden, was wahrscheinlich genauso schnell fährt, vielleicht noch sogar besseres Handling hat. Und wird darauf switchen. Die Frage ist halt nur, ob die das dann auch verbieten. Ja, auf Rage ist das so eine Sache, Davis, mit der Meta vom Dings. Ja, das stimmt. Die Leute haben das, diese Organisation und so, haben das umsonst gekauft. Das stimmt schon. Vielleicht haben die sich aber dazu einfallen lassen, dass man die Autos irgendwie verkaufen kann und dafür Geld kriegt oder so, weil das ist halt... Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall eine heftige Änderung. Aber Meta wird wechseln. Als wir unsere Hochzeit hatten mit Growth und bla bla bla, da war die Meta Chef da, ne? Und wir haben sogar noch Rokotto gefahren. Auf Homestead war die Meta Camacho. Und hier ist die Meta halt Jugula und Dings, Komoda. Ja, das ist auch so eine Frage, wie man das jetzt ausspielt, dass man die nicht mehr benutzen darf. Ist halt. Vielleicht haben die sich da dazu was bei gedacht, hoffe ich, weil sonst ist das einfach unüberlegt. Und reißt doch viel aus dem RP raus, so. Vor allem dieses, wir kaufen uns die Wagen extra für kriminelle Sachen, weil das sind einfach die Crime-Fahrzeuge, wie die Cops ihre Dings-Cops haben, aber man findet halt ein Workaround dafür. Zu kriminellen Handlungen zählen Shoprauf, Drogenfarm, Verarbeiten, Drive-Bys, etc. Wird ein solches Fahrzeug in einer Situation reingezogen, zum Beispiel Kontrolle durch die Polizei, entfällt diese Regel. Also du kannst sie normal benutzen, nur nicht mehr für Dings, okay. Um dem Competitive etwas vorzubeugen und das RP zu fördern. Ja, das ist eine schwierige Änderung. Weil das beinhaltet, dass wenn du jetzt mit einem rostigen Tornado rumfährst, als Beispiel, und du gehst einen Shop ausrauben, ich glaube, der Frank hat das letztes Mal gemacht, und du bist in diesem Shop drin und RPs quasi, dass du da spielst oder dass du ein Techniker bist, da muss die Polizei aber auch mitspielen. Die müssen aber auf dieses RP dann auch eingehen. Und das kannst du nicht gewährleisten. Und da ist das Problem. Du nimmst quasi, weil du das nicht gewährleisten kannst, dass die Polizei auf dieses RP eingeht und das passiert, dass die nicht drauf eingeht. Ne? Man hat schon so Fälle gehabt, die ich jetzt persönlich gesehen habe in Clips, dass jemand sagt, ich bin Techniker, ich repariere nur die Kasse, dass der Polizeimann dann gesagt hat, also der Cop dann gesagt hat, ja, kommen Sie mal mit vor die Tür. So, kommen Sie aus dem Laden raus, weil der genau weiß, wenn der aus dem Laden rausgeht, bricht diese Überfall-Animationskacke ab. Das finde ich richtig schwierig. Weil man den Gangs oder den Crime-Leuten, ohne jetzt rumzuhören aus der Sicht, ne, ich betrachte das jetzt ganz neutral, von ihrem Content, den sie haben, etwas wegnimmt und die Gangs und whatever noch mehr Langeweile schieben. Und man hat auf jedem Projekt gesehen, Crimler, Gangs mit viel Langeweile werden Scheiße bauen. Und dann wird das noch unerträglicher für die Leute, die normal spielen. Es gibt natürlich auch Leute, die das vernünftig ausspielen und damit kein Problem haben und, ne? Aber Hand aufs Herz, wir Crime-RPler sind zum größten Teil Vollidioten und Affen. Ist einfach so. Kann man nicht abstreiten, ist so. Das ist einfach die Wahrheit. Jeder, der das ist einfach so. Die Abnahme von staatlichen Equipment von Fraktionsmitgliedern ist nicht erlaubt. Hierzu zählen unter anderem schwere Pistolen, SMG, Taser, Funkgeräte, Uniform. Und da muss ich leider auch sagen, das ist eine gute Serverregel. Das ist eine gute Regel. Wenn, und jetzt kommt das große Aber, wenn es hierzu jetzt einen Gegenpack gibt, wie wir auf Alternate hatten, indem man Leute, die gutes Crime-RP spielen, aber wiederum belohnt. Wie so eine Art... Wer erinnert sich von euch an Alternate, an die Russen, die E-Mails rausgeschickt haben? Bei uns auf Alternate war das so, Holik und ich waren für Crime zuständig. Wir haben außerhalb vom RP und auch im RP Leute beobachtet, die nach unserer Meinung gutes RP spielen, die vernünftig sind. Und die haben dann quasi von uns, die konnten sich nicht selber bewerben,
die offizielle Erlaubnis bekommen, durch diese imaginäre Russenfraktion, die wir hatten, die offizielle Erlaubnis bekommen, mit Waffen zu dealen, also auf mit Waffen zu handeln. Das heißt, eine Gang hat gutes RP gemacht, man hat gesehen, die gehen vernünftig damit um. Ein Russe hat sich bei dem per E-Mail gemeldet, hat gesagt, Bliert, ich will Waffe verkaufen, Zucker, Gum, hier und da. Und die haben Zugriff auf Waffen bekommen. So haben sich die Gangs auch gegenseitig reguliert. Gibt es schon, ja, habe ich aber noch nie gesehen. Ich weiß, dass beim Kiez nach dem zweiten Tag der Typ schon da war, glaube ich. Aber auch nur vom Hören sagen, auch nicht im RPOC. Aber zu uns kam noch keine Sau. Bei uns hat sich keiner vorgestellt oder so ein Scheiß. Und das muss komplett reguliert sein. Das muss, ne? Der Typ muss von alleine auftauchen, wenn die sehen, OC und so, okay, die machen gutes RP. Die Änderung ist gut, weil dann dieses verkackte Cop-Hunting, was wir gerade haben, fast hatten, wegfällt. Du gehst nicht mehr hin und sagst, wir nehmen heute Cops hoch, weil wir brauchen Waffen oder irgendwas. Also wie gesagt, das mit den Autos ist Schrott, weil die Cops haben so viel, womit die Crime-Leute kriegen könnten, zum Beispiel mit Helis, Funk, etc. Gib ich dir recht, Johnny. Ist schwierig. Die Änderung finde ich echt schwierig. Aber das mit den Waffen ist gut. Und wir haben auf jedem Projekt gesehen, und selbst ich auf, ne, ich selber weiß es, gibst du Crimelern Langwaffen auf irgendeine Art und Weise. Gangs, eine Gang oder so, die sich, auch wenn die sich gefunden haben im RP, die sind immer koordinierter und immer in Anführungszeichen krasser, auch im Aim, weil viele spielen Gang Wars und bla bla bla, als Polizisten. Gibst du denen aber Zugriff auf Langwaffen, schießen die den Server irgendwann down. Die schießen den Server down. Ich hab's selbst gemacht, Alter. Auf meinem eigenen Server. Das war vielleicht nicht so krass, dass der Server dadurch kaputt gegangen ist, aber wir haben es selber gemacht und das ist Much. Das ist absolute Scheiße. Und nicht nur bei den Langwaffen. Gibst du einer Gang Funkgeräte und die fangen an, jetzt als Beispiel Kiez und wir fangen an, uns richtig gut einzuspielen und sind zwei Gruppierungen gegen die Cops. Die haben keine Chance mehr. Zu den Cops gehen normale Leute. Es gehen auch viele Ex-Crimler dahin und so, weil die mal was anderes sehen wollen. Und vor allem gehen zu den Cops neue Leute. Und Cops sollten eigentlich, die normale Polizei sollte eigentlich dafür zuständig sein, sich um die Zivilisten zu kümmern. Also normales Polizei-RP, wisst ihr? Zivilisten kümmern, bei Unfällen absperren, dies, das, Akten, ermitteln vielleicht eine Abteilung. Vielleicht da, bla bla bla. Ja. Ja, Jess ist hier und wartet, weil die auf wegen deinem Verband kommt. Ja, dann die kann noch später gucken. Ich will ein bisschen chillen. Du kannst auch später gucken. Sagt er. Okay. Okay, ich küsse dein linkes Auge. Es ist nie gut, Gangs Zugriff auf sowas zu geben. Wo man aber da Gangs und beziehungsweise Crime-Plan entgegenkommen kann, ist, wenn du Gangs keine SMG gibst oder so, besorg einen Waffendealer, lass es eine Supportergruppe sein und biete den Gangs vielleicht an, in einem Monat zwei Funkgeräte zu kaufen, wenn du überhaupt Funkgeräte, und wenn nicht, biete den Gangs dann wenigstens an für eine Pistole, ein erweitertes Magazin. Damit man sich gegenüber anderen Gangs, die vielleicht neu sind und sich noch nicht bewiesen haben, dass die vielleicht gutes RP machen, abheben kann und einen minimalen Vorteil gegenüber denen hat. Das reicht. Anstatt 15, 30 Schuss, das reicht vollkommen aus. Du hast auf Crime-Ebene dann den Vorteil gegenüber anderen Gangs, die Much-RP machen oder neu sind und gerade lernen. Fertig. Ich würde sogar so weit gehen, dass man die Polizei mit Karabinern ausrüstet. Weil wenn man das mal neutral betrachtet und normal betrachtet, egal welche kriminelle Organisation. Du hast niemals eine Chance gegen den Staat. Im echten Leben ist das natürlich was anderes, ne? Wie die italienische Mafia oder so. Die sind so groß und da fließt so viel Geld und da ist so viel Einfluss und die sind so weit verteilt in alle Gebiete. So. Das ist wie so ein Krebsgeschwür, das kriegst du nicht mehr weg. Gang-Unit für Hardcore-Crime. Ich fand dieses Homestead-Ding mit Kuba und seinen Leuten fand ich geil. Weil man im RP gemerkt hat, wenn man über die Stränge schlägt mit irgendwelchen Sachen, und es ist ja auch RP-fördernd, wenn man so über die Stränge schlägt und man nimmt Geiseln,
und macht dann auch noch richtig Scheiß-RP und will gar nicht verhandeln, will sein Ding durchboxen und so, dann sollte eine Organisation von der Polizei geben, so eine Abteilung, Gang Unit, Karabiner, und die werden losgeschickt und dann ficken die Gang einfach weg. Und da dürfte sich kein Gangler, Crime-Appealer jemals beschweren, dass irgendeine andere Gang oder so eine G-Unit einen auseinandernimmt. Weil das ist Teil des Gang, das ist Teil des Crimes, das ist Teil dieses RP, was wir zocken. Ja, war nur übertrieben, dass sie mit Rupert reden konnten, das stimmt, aber das machen die ja hier nicht. Fahrzeugstats zu ändern ist, glaube ich, nicht so einfach. Da müssten die selber die Handling ändern und denen zwingen, die runterzuladen. Auf Rage. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Das Autos ist ein bisschen schwierig. Auch wegen dem Geld, was man investiert hat, so. Für die Autos und weil vieles jetzt weggebrochen wird. Waffendings ist geil. Fühle ich auch kein Cop-Hunting mehr. Die werden nicht mehr nackig gemacht. Viel weniger Stress für den Support. Viel weniger Stress für die Spieler, musst du dir keine Gedanken mehr darum machen. Wäre nur richtig geil, wenn man da eine Lösung finden würde für die Leute, die gutes RP machen, dass die dann erweiterte Magazine und vielleicht Waffenfarbe kommt. Dass man seine Waffe einfärben kann oder so. Frank, wie geht's dir? Ja, wie geht's dir? Ja, ich bin zu Hause auf dem Dach. Wir haben nach dir gesucht, aber wir haben den Unfallstelle nicht gefunden. Bro, das war ein Riesenproblem. Mila, fahr du mal kurz mit denen zum PD und bestätige, dass Jack Jack ist, okay? Geil. Ich seh dich, ich bin hier oben. Wo? Auf dem Dach. Ich hab Angst, runterzukommen. Hallo? Bist du betrunken? Hallo? Okay, der Server ist, glaube ich, abgeschmiert. Handy geht nicht mehr auf. Die haben mich allein gelassen. Die Cops müssen überlegen sein, aber müssen dann halt auch die Gangs eingehen. Das stimmt, aber das kannst du nicht bewerkstelligen, Bruder. Jeder hat seinen eigenen Kopf. Ich glaube, der Server ist abgeraucht. Aber die sind alle noch im... Ja, der Server ist abgeraucht. Dann warte ich mal kurz noch in-game, bis die Leute wieder da joinen. Du musst die Regeln so... Ja, wie soll ich das erklären? Du musst die Regeln so gestalten, dass jeder Dulli das versteht. Du kannst das nicht so, das geht nicht, geht einfach nicht, dass du darauf hoffst, dass die eine Fraktion jetzt anfängt, besseres RP zu machen. Beide Fraktionen nehmen sich eigentlich nichts. Außer, dass bei den Cops und Medics und so die vernünftigeren Leute spielen. Aber du kannst es nicht bewerkstelligen, dass die auf einmal anfangen damit. Deshalb muss man genau die Regeln versuchen so hinzubiegen, dass das irgendwie balanced ist und okay für beide Seiten. Schlaf gut, Hecki. Was haben wir noch? Bei gemeinsamer Einreise ist die Bildung einer Gruppierung erst nach einer Aufenthaltsdauer von mindestens 4 Wochen erlaubt. Die Anmeldung der Gruppierung muss von Support genehmigt werden. Sound, die hätte schon viel eher reinkommen müssen, die Regel. Bei uns geht dann auch relativ schnell, aber wir, ja, hätte von vornherein drin sein müssen. Ist ja auch gut. Gangkriege müssen von der Gruppierungsliedern, Leader und 4 weitere Mitglieder bei beider Gruppierungen im Support angemeldet werden und von beiden Parteiführungen angenommen werden. Dieser Krieg währt bis zu 3 Tage. Ist für das Wirken auf die rivalisierende Gang aufgehoben. Paragraph 5,3. Was ist das? Schussankündigung oder so wahrscheinlich? Abgesehen davon gelten weiterhin alle Serverregeln. Ja, das ist Gangkrieg scheiße wie Alternate, ne? Ich muss übrigens auch gestehen, dass ich vorhin mit einem Dings, ich glaube, ich habe mit Moritz geredet. Mit irgendjemandem, mit einem C im Discord. Und ich denen auch geraten habe, das mit den Waffen rauszunehmen. Das ist egal, ob das Soft-RP ist oder Hardcore-RP, das ist überall die gleiche Scheiße. Wie oft haben wir das gesehen, Mann? Wer ist der Hauptgrund dafür, dass ein Server untergeht? Das sind Crime-Leute.
Das sind irgendwelche Crime-Leute, die rumballern und PD wegballern und. Und wenn das, und wir wissen alle, dass wenn das PD kaputt geht, wenn da die Leute so demotiviert sind, weil die immer auf die Schnauze kriegen und da nie wirklich gutes RP rüberkommt oder so, dass der Server in die Brüche geht, sobald das PD am Arsch ist. Mit den, genau, mit dem PD-Felden im Projekt. Genauso wie mit den Zivilisten, sonst hast du nur noch PD und nur noch Gangs und ganz wenige Zivilisten. Und ich finde, das macht einen Server erst richtig gut, wenn du viele Zivilisten hast und Freundschaften schließen kannst und neue Leute lernen kannst. So was wie Opa Willy Wonka zum Beispiel, willst du? Ist halt. Ich habe auch viel aus dem Mist, den ich gebaut habe, gelernt. Wir haben vorhin gesehen, GTA Live-Clips, wie wir uns verhalten haben. Auf Alternate wurde da eine Schippe besser, aber da waren immer noch Sachen, die ausbaufähig waren und. Es geht immer besser. Da sollten alle an einer Hand, an einem Strang ziehen und versuchen, das auch so zu machen. Gangkrieg fühle ich, das mit den Waffen fühle ich auch, wenn man den Leuten halt, wie gesagt, ein bisschen entgegenkommt, erweitert das Magazin oder so ein Shit, damit man sich abhebt von anderen Gangs, die neu sind oder die nicht so gut unterwegs sind. Das passt alles. Man könnte die Polizei noch ein bisschen mehr aufrüsten mit einer G-Unit und Karabiner für richtig schwere Sachen. Für vielleicht so Nachaktionen, dass wenn irgendwas war, dass die da einreiten, wenn man das rausbekommen hat im RP. Und Autos ist halt auch, Autos finde ich. Und ich weiß, bei Alternate Classic glaube ich, dass die auch irgendwann die Motorräder auf jeden Fall verboten haben. Autos ist schwierig, Alter. Hau rein, Kidboy. Autos finde ich persönlich am schwierigsten von allen. Ich glaube, wir können eigentlich alles wegschmeißen, was wir gerade haben, außer den Sterling und den Guardian. Und das ist in meinen Augen ein Eingriff ins RP. Das ist too much, zu viel. Das ist einfach zu viel. Warum auch immer die Grafik gerade bei 91% war. Ah, ich glaube, ich muss komplett neu starten. Stimmt, das ging aber Rage gar nicht. Das ist, in meinen Augen ist das too much. Da hätte man vielleicht den Jugula nehmen können und den Komoda oder so. Oder diese scheiß Buggies und die Motorräder so. Das finde ich nicht gut. Das ist ein bisschen etwas zu schnell geregelt worden. Ja, na klar könnte man das Tempo von den Autos drosseln, aber es liegt nicht an der Geschwindigkeit, wie schnell die Autos sind. Die Intention von dem Server war mit absoluter Sicherheit, dass genau diese Autos einfach abused werden für den kriminellen Shit. Weil das einfach die Meta ist. Weil jeder diese Autos fährt. Jeder benutzt diese Autos, um kriminelles Zeug zu machen. Und jetzt müsst ihr das aus Polizeisicht sehen. Die haben irgendeines RP ist da. Und es heißt immer wieder schwarzer Jugular. Wieder ein schwarzer Jugular. Schwarzer Komoda, BF400. Der Grund, warum jeder dieses Auto benutzt, sind, weil die fahren gut, nicht schnell, die fahren gut, gutes Handling und Viertürer. Nicht das Tempo. Weil das bringt dir nichts, wenn du ein Polizeiauto hast oder ein Jugula, der 400 km/h fahren würde, aber der Fahrer ist scheiße. Wir hatten auf Alternate einmal diese Meta hinten drin, dass Autos 300, 400 km/h fahren. Das war absolute Kacke. GTA ist auch nicht darauf ausgelegt. Und vor allem nicht auf den Rage MP Sync. Das hat schon einen Grund, warum die GTA-Autos nur 200 km/h fahren. 205. Diese ganzen Straßen und alles, das ist einfach nicht dafür ausgelegt, so schnell zu fahren. Und das Cop-Handling ist auch noch Trash, das stimmt. Und das wird noch beschissener, je schneller die Cop-Fahrzeuge werden. Das darf man auch nicht vergessen. Dann fahren jetzt alle Revolter, ja. Klar, die Meta wird sich ändern. Da kannst du mit Regeln gar nicht gegenwirken. Du kannst jetzt sagen, okay, das Auto ist verboten, aber die Meta wird sich einfach ändern. Da gibt es noch 1000 andere Autos, die gut sind. Mit unserer RP-Sperre für krasse Autos gab es damals ein ganz gutes Feeling dafür bekommen und die Community letztendlich auch. Aber erst kam nicht nur zur Weiterentwicklung. Aber es kam dann nicht zur Weiterentwicklung.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, Alumi. Ich glaube, war das die Idee, dass man genau diese Autos, Jugular etc., die man für Crime benutzen wollte, gar nicht so kaufen konnte, sondern nur über Schwarzgeld? Da es gar nicht so viele Autos davon gab? Man durfte die schon... Genau, ja, klar. Das sind Konzepte von Leuten, die so einen Brain haben, Junge. Das sind Konzepte von Alumi und so. So haben wir das dann. So wollten wir das damals handhaben. Da das genau diese Autos, die zu der Meta gehören, wie damals Shafter und so, die kannst du gar nicht kaufen. Ne, gar nicht. Stimmt nicht. Zurück. Du konntest die kaufen, aber die hatten ein automatisches Nummernschild. Du hättest die nur mit Schwarzgeld kaufen können, ohne Nummernschild. Das war die Sache. Und dafür musste man halt viel investieren, um an solche Autos ranzukommen. War am Ende von der Elso, weiß ich nicht mehr. So kenne ich das halt nur. Das Problem an der Regel ist, dass man dann trotzdem dann immer noch die besten Fahrzeuge für Cramp benutzt. Dann fahren wieder alle mit den gleichen Karren. Das wird sich nicht, sag ich ja, das wird sich nicht ändern. Hast du noch Kontakt zu Alumi? Privat nicht mehr, ich habe seine Nummer bei WhatsApp noch. Aber sonst habe ich schon lange nicht mehr mit Alumi gequatscht. Aber ich mag ihn trotzdem noch, wir lieben uns. Am besten solche Autos auf Bestellung, wenn man bespielt das Auto aus, dann kann man die Zahlen kontrollieren. Aber das ist jetzt zu spät, das stimmt. Aber jetzt so tief ins CP einzugreifen und allen möglichen Leuten diese Fahrzeuge quasi zu entreißen, ist einfach ein Schritt, ist in meinen Augen, meine persönliche Meinung, falsche Richtung gegangen. Nicht zu gut überlegt. Da greift man jetzt so hart ins CP ein. Und auch wenn Crimeler kacke sind und ganz viele RP-Polizisten, die Kacke finden und die sollen sich verpissen und wollen eh nur ballern, bla bla bla. Denen die Grundlage unter den Füßen wegzuziehen, bei den Autos, ohne jetzt die Möglichkeit zu haben, da irgendwas zu machen, ist halt schwierig. Weil man darf auch nicht vergessen, die Autos jetzt verkaufen zu können, die sind nichts mehr wert. Ja, der Server hat solche Regeln gemacht. Wenn du jetzt hingehst und den Jugular verkaufen willst beim Autohaus da bei den RP-Leuten, die sind nichts mehr wert. Weil die komplette Crime-Szene diese Fahrzeuge nicht mehr kaufen wird. Und Zivilisten und Polizisten fahren solche Autos nicht. Die haben schöne, langsame Autos, so Sterling und so was. Die fahren diese Crime-Karren nicht. Außer vielleicht irgendwelche Autotüner. Ich bin mal ganz kurz auf Toilette. Aber alles andere ist cool. Warum habe ich das Geräusch von einem Funkgerät? Muss man jetzt echt in den Support um Erlaubnis für einen Konflikt bekommen mit einem anderen Gang? Nein, nicht für den Konflikt selber. Aber wenn man einen Konflikt mit einem anderen Gang hat und das nicht über RP zu lösen ist, kann man jetzt wie bei Alternate damals im Support einen Gangkrieg beantragen. Dass das offiziell, dass einfach der Server Bescheid weiß, okay, da knallt es und so. Dann werden nur ein paar Regeln ausgehebelt, wahrscheinlich.
und die dürfen sich einfach auf die Fresse hauen. Und ich hoffe, dass der Supporter dann auch beobachtet und dann sieht, okay, X-Gang hat keine Chance gegen die andere und die wollen nicht aufgeben und dazwischen geht. Weil sonst haben wir hier so einen Rumgebumst wie die Yardis und 187 momentan haben, wo es einfach zu keiner Lösung kommt. Und jeden Tag ist dieses Knatter-EP, ist halt dumm. Gang-EP ist geil. Da weißt du wenigstens offiziell, okay, wir haben diesen Gangkrieg jetzt gewonnen gegen die. Die müssen einknicken, die werden gezwungen dazu, damit diese Immersion und das Bild auf dem Server einfach nicht komplett in den Dreck gezogen wird, dass man sich jeden Tag wochenlang über den Haufen knallt. Gelangweilte Gangs laufen halt 40 Mann starkes Police-Haku. Ja, hier nicht. Ja doch, ist ja passiert, ne, aber da kam ja auch eine Regel davor geschoben, dass nur noch 2 Gruppierungen gegen die Polizei gehen dürfen. Man muss halt einfach darauf aufpassen, dass man diesen Crime-Leuten, und das klingt dumm, Alter, aber nicht den Boden unter die Füße wegzieht. Dass man denen so viel Content wegnimmt, weil entweder zerstörst du das damit, oder die drehen frei. Denen ist dann so langweilig, dann gehen die Zivilisten auf den Sack. Und bla bla bla. Wäre halt echt cool, wenn man sowas hätte wie Rupert damals bei Homestead. So ein NPC, der einen Aufgaben gibt, wo man ein bisschen Geld machen kann. Vielleicht so wie ATMs knacken oder wegbomben. So Kleinvieh halt. Shopräube gibt's ja schon. Ich glaube, der hat sich schon hingepflanzt. Ja. Was, ich helfe immer was gerne. Packst du mal in Toltern? Hey, gehört es mir, liebe Freund, ne? Was gilt? Wer hat einen Stripper bestellt von euch? Ich muss gleich weg. Muss kurz weg. Curtis. Wo ist denn Jamar? Was geht ab? Also, wo ist Jamar, Curtis? Hey. Ich rufe den an. Der ist Patton, Curtis. Jamar's Patton. Ist der schlafen? Ja, der ist Patton. Okay. Ja. Was ist mit Jack? Okay. Keine Ahnung. Ja, Jack, ich war die ganze Zeit auf dem Dach. Deswegen konnte ich auch nicht auflegen, Alter. Ihr wisst gar nicht, was wir für eine Verfolgungsjagd hatten. Digga, die haben Jack und mich mit irgendeinem Peilsender am Arsch verfolgt, Bro. Die haben uns verfolgt mit Autos, die sich anmachen. Ja, geht's euch gut? Will... Ja, Digga, gerade so Rippe hat irgendwas oder so. Oh. Benson, ich habe vorhin schon mit, ich glaube, Morris geredet. Ich kann euch das auch nur anbieten, wie GTA Live, der gerade am Coden ist und so. Ninholic ist schon seit Anfang an dabei, ich bin schon seit Anfang an dabei. Wenn ihr irgendwie Konzepte braucht oder eine Meinung braucht oder so, ich helfe gerne. Ich helfe wirklich gerne. Ich habe zu ihm auch gesagt, so schreib mich einfach an, Mann. Ich will ja auch, dass das vernünftig läuft und ich kenne halt die Seite. Ich kenne halt die Crime-Szene nur so gut und ich weiß, was wir für Pisser sind oder sein können. Ist nicht so, dass jeder so ist, aber... Das muss einfach geregelt sein. Und du kannst das regeln, das ist auch gar nicht so schwer. Das ist wirklich nicht schwer. Crime-Appeler sind einfach wie kleine Äffchen. Den musst du einen Ball hinschmeißen, damit die sich ein bisschen beschäftigen können damit. Die brauchen keine krassen Motherfucker-Features. Brauchen die nicht. Die brauchen einen kleinen Ball. Vielleicht auch 2 oder 3, das ist geil. In verschiedenen Farben. Dann haben die was zu tun. Die brauchen ein bisschen Drogenbusiness, ein bisschen... kiffen können, coolen Effekt drauf, ein bisschen Waffen dealen, Drogen ein bisschen, so eine Kacke. Ganz kleines Zeug. Ihr braucht als Server keine Angst davor zu haben, zu sagen, unsere Devs sind überlastet, wir wollen große Features haben. Auf große Features kommt das nicht an, glaub mir. Wenn ich überlege bei Alternate, als unsere Devs Armdrücken reingebracht haben oder Würfel, und da bin Benz, falls du noch zuhörst, oder irgendeiner vom Team, Würfel, Bruder. Das ist ein Coding-Aufwand von 5 Minuten. Das bringt so viel RP, ne? Das ist kein Scheiß. Diese dreckigen Kackwürfel. Darauf, der Fox hat damals ein ganzes Casino auf Würfel aufgebaut. Und schon habt ihr Ruhe. Ihr gebt den Crimelern ein kleines bisschen und schon habt ihr Ruhe. Junge, da haben Leute ihre Autos, ihre Häuser, alles verwürfelt. Die sind komplett insolvenz gegangen. Und das war geil. Vielleicht ein bisschen dieses Hood-RP für die Gangs fördern. Anstelle von, ich lackiere mein Auto rot, blau, grün, gelb, stell 30 Autos davon in die Hood, ich habe eine Flecke auf und mach Gigi. Mann, das ist doch 2017, das haben wir doch schon zu
GTA Live runtergelutscht. Da muss man Neuerung. Veränderung, Alter. Die Details machen das Gesamtbild erst schön. Das stimmt. Armdrücken, Mann. Ich meine, okay, bei Armdrücken konntest du hart betrügen, ne? Mit irgendwelchen Markus und so. Aber trotzdem. Die Leute haben sich am Park versammelt, man haben Armdrücken gemacht. Die standen in der Ecke, Junge, die haben gewürfelt und so. Die haben Drogenbusiness gemacht. Wenn man sich das anguckt, was auf Unity passiert ist mit diesen 40 Gangs oder so, die da auf das SD umgegangen sind, das war einfach nur Kausalität, das war eine Aktion auf eine Reaktion. Ihr als Cop seid hingegangen und habt den im RP quasi bespielt, dass eben ihr denen die Grasroute wegnimmt. Aber diese Grasroute oder allgemein diese Routen oder die Drogen, das macht so viel vom Content aus der Crime-RPler, die hängen da so krass dran, dass die das mit aller Macht versucht haben zu beschützen. Weil wenn du den das wegnehmen würdest und du nimmst den das weg, wenn du jeden Tag Cops dahin schickst, die das abcampen, nimmst du den das weg, haben die nichts mehr. Das ist so, als würdest du den Polizisten die Autos wegnehmen und die müssten dann mit Fahrrädern rumfahren. So ist das aus Crime-Sicht. Deshalb sind die auch so ausgerastet. Das hätte man auch ohne Serverregeln klären können. Dafür hättet ihr euch nicht die Mühe machen müssen, irgendeine Serverregel reinzubringen. Dass man sagt, zwei Gruppierungen nur noch gegen die Cops, damit das ja nie wieder passiert. Man hätte das einfach vernünftig ausspielen müssen. Man hätte vielleicht 2-3 Tage Stress machen müssen als Cops bei der Grasroute, denen mal zeigen müssen, aber so richtig Stress dann, so richtig mit SWAT-Panzer alles, ja, komplett zumachen, Junge, NRW dicht machen. Einmal zeigen, da stehen, vielleicht noch mit Karabinern, scheißegal. Einmal da stehen und sagen, wenn wir wollen, machen wir euch zu. Und jetzt frisst den Knochen und verpiss dich wieder. Und dann das Ding wieder aufmachen, fertig. Wir haben uns damals fast komplett abgewendet von dem scheiß Beregeln von Sachen. Das macht alles kaputt im RP. Der Fokus sollte auf das Drumherum gelegt werden. Das Spielerlebnis ändern, anstatt es zu beschränken. Richtig. Das ist ja das, was ich gerade beschrieben hatte. Man hätte im RP einfach mal den Schwanz rausholen können, 3 Tage lang, 4 Tage lang, die Routen komplett dicht machen können, um den Gangs oder den Leuten, die da arbeiten, einmal zu zeigen, fick nicht mit uns, hätte wieder aufmachen können, keine Serverregel. Fertig. Zur Not, wenn es immer noch auf Fresse bekommen, Event-Chars der Army an die Route stellen, der Staat darf nicht verlieren. Ja, da habe ich aber mit Tai schon mal geredet und Tai, soweit ich das verstanden habe, ist Tai kein Fan davon. Auch von diesen News-Konzepten, so ist er kein Fan. Aber manchmal muss man es machen. Nicht nur manchmal, man muss einfach auf eine bestimmte Art und Weise manchmal eingreifen. Auch wenn es dann Event-Charakter sind, wie irgendwelche Russen, die kommen und dich abstechen. Man muss es einfach. Du kriegst das anders nicht hin. Das Traurige dabei ist, dass wenn man es nicht macht und wenn man vielleicht nicht die Erfahrung hat oder von anderen die Erfahrungen und seinen eigenen in einen Topf wirft, ist alles, was man im Prinzip gerade macht, dev-technisch, server-technisch für die Cuts, weil irgendwann kommt der Punkt auf dem Server, in dem alles stirbt. Durch die Crime-Szene oder weil die Leute abhauen, weil es ein neues Projekt gibt oder sonstiges. Der Moment wird kommen. Wenn man sich aber dafür einsetzt zum Positiven und guckt, dass man das RP fördert durch kleine Features, mit den Leuten redet oder die Leute einfach mal RPen lässt. Wie jetzt zum Beispiel Yadis und 187. Wenn man mal weggeht von diesem Support-Kram. Ja, die machen Meta, ne, die ballern nur da. Das sind Crime-Appealer, die sollen sich, die können sich doch auch, wenn es doch offiziell einen Gangkrieg gibt, sollen die sich jeden Tag die Fresse einficken. Das ist deren RP. Da dürfte es eigentlich kein Geheule geben. Dürfte nicht. Die Gangs sollen sich untereinander kaputtballern. Wenn die das wollen. Wenn die das nicht wollen, sollen die zusammen RPen und Hood-Partys veranstalten. Das ist ganz denen überlassen. Wo man aber dann eingreifen sollte, ist, wenn es Gangs gegen Zivilisten oder Gangs gegen Cops geht und das Überhand nimmt. Das ist okay. Ich hoffe, ihr versteht, was ich... Ach, Junge, das ist... Ich bin da so im Thema drin, ne? Ehrlich. Das ist ganz übel, Alter. Man sollte einfach machen lassen. Tschüss, Engel, schlaf gut. Wie spät ist das überhaupt? Alter, wir haben gleich 12 Uhr schon. Das ist einfach mein Thema, Alter. Ich lebe für den Scheiß. Ich habe schon alle Sachen durchgemacht, Junge. Von schlechtes RP, von meinen Leuten, von mir selber.
diese Kurve gesehen und gelernt und geguckt und selbst reflektiert, die Szene beobachtet, alle Arten von Leute kennengelernt. Ich habe Leute kennengelernt, mit denen saß ich im Teamspeak, die fanden das lustig, weil sie zugegeben haben, dass sie mit irgendwelchem verkackten Hex auf einem MP-Server rumrennen. Ich habe Leute kennengelernt, die sich übertrieben viel Mühe geben im MP, im Crime-Bereich. Die für RP fördernd spielen und ich kenne alle, Alter. Ich kenne die Guten und ich kenne die Schlimmen. Natürlich, Alter, hast du mal GTA Live-Clips angeguckt, da war doch kein gutes RP, das war die Story, die wir da hatten, war gut, aber alles andere war einfach Kika-RP. Es gibt auf jeden Fall Lösungen dafür. Gleich wieder ins Bett. Ich will RP'n, aber der Server. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie eine Reaktion auf die Regeländerung ist, Alter. Dass die jetzt irgendwie hier am Server irgendwas Schlechtes machen. Junge, das wäre so lost, ne? Aber ich trau den Leuten alles zu, ehrlich. Ich hab schon so. Alter. Vielleicht arbeiten die auch gerade noch. Ich guck mal im Discord eben. Kam aber keine Meldung. Asta war ein guter Typ, aber Asta war kein Crime. Asta erschafft seine eigene Welt, so, der zieht die Leute in seinen Bann. Der zieht die Leute in seine RP-Welt rein und der sorgt auch für viele RPs. Ein Zivilist halt, ne? So, der auch, glaube ich, ab und zu mal so den Highway ins Crime nimmt und Läden überfällt, aber sein Hauptaugenmerk, so was ich mitbekommen habe, ist einfach RP entstehen lassen. Wir reden ja jetzt wirklich von diesem Gangshit und kriminelle Kacke und so. Was Leute genauso fühlen, wie andere Leute fühlen, dass sie Cops bespielen. Oder Taxifahrer. Oder ein Opa Willy Wonka. Pascal Schlafgut. Was, da war der Psycho, der einfach war, ja. Das ist auch mega fein. Da kannst du auch nichts gegen sagen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Hier geht es ja um diese Crime-Schiene und... Vermisst Opa Cringe. Johnny Laser und Curtis zusammen würde ich so feiern. Warum? Wir haben schon, Asta und ich haben schon zusammen gespielt. Asta hat auch ein Video auf seinem YouTube-Kanal von uns beiden. Wir haben ein Video zusammen. Kannst du dir gerne da mal angucken und lass ein Follow da bei dem Juten. Ja, Dom Turner, die Cops können schon was dagegen machen. Die Polizei kann einfach auch mit den Polizeiautos über die Berge brettern. Aber die meisten entscheiden sich wahrscheinlich dagegen. Und das ist dann im RP frustrierend. Wenn Gangs sich immer wieder irgendwelche Lücken suchen oder sich jetzt vereinfachen wollen im RP, um von den Cops wegzukommen. Ein Jobraub zum Beispiel ist ja auch so eine Sache, die macht man. Man geht einen Job überfallen. Versucht es und vielleicht hat man Glück und kommt davon. Vielleicht kommt aber die Polizei auch und man versucht mit gutem RP da rauszukommen. Shopsraub sind, diese Shop-Dinger sind ja nicht dafür da, dass du die hintereinander alle abfarmst, um Geld zu farmen. Ich glaube, ne? Wie das vorhin gemacht wurde. Wir nehmen jetzt jeden Job hoch und irgendwann kommen die Bullen und dann klauen wir denen Zeug. Hoffentlich geht's deiner Katze gut und schönen Abend noch. Dieses fancy Gerät ist echt voll ansteckend. Ist das denn cool, wenn du mit dem Cop-Auto über die Berge bretterst? Würde ich jetzt Cop auch nicht machen. Das definiert jeder für sich selber und vor allem der Server. Wenn der Server sagt, wir sind Softcore-RP oder wir haben lockeres RP und hier sehen wir das nicht so streng. Wenn die Polizei das auch macht, dann ist das fein. Aber es kann ja sein, dass die Cops sich einfach dagegen entscheiden.
dass die sagen, auf dem Niveau lasse ich mich nicht hier runter. Warum bist du nicht in der PL? Keine Lust. Du wärst eine Bereicherung. Ich werde nie wieder Projektleitung sein. Nie wieder. Wirklich nie wieder. Unity ist lockeres RP. In meinen Augen fände ich das okay. Ja, klar. Aber du zerstörst auch damit so ein gewisses Bild, ne? Da darf man nicht vergessen. Wenn du sowas offiziell erlaubst, zerstörst du einfach ein Bild. Und ich finde, auf Unity hat man schon diese vielen Freiheiten. Und es ist auch sehr angenehm, hier zu spielen. Man muss das nicht noch lockerer machen, als es schon ist, weil dann fällt die Hose runter. Ach man, ich muss wieder restarten. Ich habe wieder gewartet, bis die reconnected. GTA Live zum Beispiel hat einen Holic und mich und auch einen Jack und auch einen Criminal, aber Jack und Criminal für Dev-Zeugs und so Organisation rekrutiert, einfach weil wir seit Anfang an dabei waren, so. Einfach für die Erfahrung. Ich hab da doch damals auf Homestead angeboten. Ich hab gesagt, wenn ihr irgendwas braucht oder so, ich kenne mich halt mit dem Scheiß aus. Ich kann halt original sagen, wie irgendwelche Crime-Appealer denken. So, ich sag euch, was abgeht. Es gibt so viele Konzepte, die wir damals gemacht haben, vor allem Holic und ich, für Crime-Sachen, die nie auf Alternate Live gegangen sind und so. Und keiner in der Szene erfindet das Rad neu. Man kann alles übernehmen, man kann die komplette Erfahrung, die jede einzelne Person hat, einfach in den Topf werfen. Ja, Biva, ich weiß, ich bin schon am Reconnecten. Ich weiß nicht, warum Werbung kommt. Nur wohl ein Automaten in GTA einführen, das wäre ein Traum. Emre, Bruder, was geht ab? Ich hoffe, dir geht's gut. Das wäre aber auch so eine Sache, die ich feiern würde. Dann würde es kein Crime mehr geben. Oder nur die Leute, die Dinger da überfallen, Alter. Aber alle würden spielsüchtig werden. Auch wenn die Aktion nun fair war, aber macht ihr weiter mit dem Kiez? Ja, klar, warum denn nicht? Das wird einfach... Also wenn ich was zu sagen hätte, würde ich einfach raten... Die Gruppen sollen auf jeden Fall zusammenarbeiten, weil man zusammen auch gutes RP machen kann, aber nur in einer kleineren Gruppe halt. Nicht mit 20 Mann, sondern da sollen da vier mitkommen und dann macht man kleine Aktionen. Und nicht so ein riesengroßes so, weil das geht meistens nach hinten. Ja, und genau da ist vielleicht auch der Knackpunkt, dieses Aufbauen. Wir hatten damit einen Ansatz gefunden, der das alles ersetzt. Maximaler Fokus auf RP, nichts großartig in der normalen Form erspielen, durchfahren. Oh ja. Kuba ist auf einem anderen Server unterwegs. Emre, Bruder, wie geht's dir? Das ist jetzt kein Hexenwerk. Mittlerweile sind wir ja schon so weit, haben so viel Erfahrung gesammelt, dass man weiß, wie man damit umgeht. Bei mir crasht das Spiel immer. Warum auch immer. Der große Plan von den beiden Gruppen ist jetzt hinfällig, da man mit der neuen Regel ja nicht mehr die Sachen der Cops nehmen darf. Das stimmt. Da hast du recht. Aber soll ich ganz ehrlich sagen, der Server ist weg. Das hätte so oder so nicht funktioniert. Das klingt immer alles geil auf Papier und wie man das plant, aber glaubt ihr wirklich, dass wir hätten ins PD gehen können mit gefälschten Dokumenten und die hätten uns das abgekauft? Es gibt immer irgendeinen Curtis, irgendeinen Philipp, irgendeinen whatever, der vielleicht unerfahren ist und jemanden durch die Maske erkennt und dem dann im RP nicht vertraut, anstatt das auszuspielen. Das hätte nicht funktioniert, aber das hätte für RP gesorgt, nochmal wieder. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht auch auf andere Ideen kommen würden. Deshalb finde ich das nicht so schlimm. Uns wird irgendwas anderes einfallen. Ist ja nicht so, dass wir das erst seit gestern machen, ne? Auf einem Hardcore-RP-Server, das ist egal, wie du den Server beschreibst, Hardcore, so, das hätte wahrscheinlich auf einem Hardcore-Server nicht funktioniert. Dafür muss halt echt jeder richtig drin sein. Dass sowas funktionieren kann, dass du wirklich so jemanden hinters Licht führen kannst. Im RP, der, obwohl er weiß, das stimmt nicht, was du dem erzählst, aber trotzdem mitspielt. Aber wir finden andere Sachen. Gibt immer irgendwas. Ich kann nicht drauf, der Server. Jetzt ist er wieder da.
Er braucht da gar keinen Resident Sleeper posten. Ich kann da nichts für. Man muss seine Pläne ja nicht so weit von GTA-Möglichkeiten entfernen und gut ist. Ja. Im Prinzip steht dir alles offen. Du kannst mit deiner Fantasie in dem Spiel machen, was du willst. Du kannst alles erfinden. Man hatte damals bei GTA Live nicht viel, die Langeweile kam aber auch nicht, weil alle RP-Träume hatten und es einfach gespielt haben. Das war auch irgendwie genial. Ja, das ist ja der Fokus, das ist ja der Hauptbestandteil vom RP-Alumi. Mann, wir hatten gar nichts. Wie viele Oberteile hatte GTA Live drin für die Charakterindividualisierung? Mann, die hatten 20 Oberteile drin. Da ist jeder gleich rumgerannt, mit einem verkackten Centauro und so sind die gefahren. Und Lowrider, was wir alles hatten. Helikopter, alles, Junge. Da gab's keine krassen Features. Und trotzdem hat man da RP gespielt. Ja, bei manchen Oberteilen hatte man keine Arme. Kommt nicht auf die Features an. Der erste Teil bei einem RP-Projekt ist die Leitung. Und danach das Team. Oder die Leitung mit Team zusammen. Wenn da schon der Wurm drin steckt, hast verkackt. Kannst du den Server eigentlich sofort wieder abschalten. Du hast vielleicht für 2-3 Monate Ruhe und die Leute freuen sich, dass es einen neuen Server gibt und alles ist gut und so, aber die meisten Projekte werden einfach eingestampft dann, weil da immer nur Drama ist. Absolutes Vitamin B und davon rede ich jetzt nicht mal, wenn man die Projektleitung Gefallen bietet oder so, sondern wirkliches Vitamin B, was das RP beeinflusst. Dass Gruppierungen oder Streamer geschützt werden, die Rücken bekommen, eine absolute Narrenfreiheit auf einem Server haben, dass gewisse RP-Spieler geschützt werden oder dass Geld geaddet wird und all so eine Kacke. Alles, was mit RP zu tun hat. Weil das ist nämlich auf solchen Servern so. Und wir haben einfach jeden Tag am Schrottplatz gechillt und so getan, als würden wir was machen, über Monate hinweg. Ja, Lumi, aber ihr habt so viel, ihr wart einfach ein Hotspot im RP selber, weißt du, das hat so viel gegeben. Man wusste, okay, wir stehen jetzt im Kreis oder wir haben gerade nichts zu tun. Ja, lass uns doch mal da hinfahren. Weil bei den Mangolds ging immer was ab. Bei den Mangolds waren andere Spieler, da konnte man Leute kennenlernen. Das war immer lustig. Und ihr hattet dadurch natürlich auch was zu tun, ne? Ihr hattet immer Full House. Ihr habt eure Immersion gespielt, euer IP gespielt. Ohne irgendwelche Animationen und so, was es heutzutage alles gibt. Ihr habt das einfach nur so gespielt. Und seid Tag für Tag online gekommen, monatelang. Und das war abgefahrenes Zeug, Mann. Alumi, erinnerst du dich noch dran, als wir nach oben kamen zu euch und bei euch die Buggies gemietet haben? Beziehungsweise ihr uns die ausgeliehen habt gegen Entgelt? Weil wir mit den Buggies kriminelle Sachen machen wollten? Sowas könnte man vielleicht einfügen. Auf Unity. Dass es ein Autohaus gibt, wo man. Oder so ein Crime-Autohaus gibt, wo man diese Fahrzeuge holen kann. Für gewisse Aktionen. Das wird sich großartig auch nicht viel ändern. Ob ich jetzt mit einem Jugular, den ich selber gekauft habe, ohne Nummernschild rumfahre, den die niemals identifizieren können. Oder ob ich mir so ein Auto für so eine Aktion ausleihe. Aber der danach vom Server verschwindet. Wir haben Autos für euch imaginär in die Presse gebracht und aus dem RP geholt mit Leichen drin und so. Ja, stimmt. Voll geil. Ja, der Server ist leider weg, Kollegen. Ich glaube, das war's für heute mit RP. Hier ist auch keiner. Was sind denn alle? Spielst du denn noch RP irgendwo Alumni? Ne? Du hast dich auch komplett zurückgezogen, oder? Ah, ich hoffe, dass das mit dem Server down nichts damit zu tun hat, dass da Regeln geändert wurden und dann irgendwelche Leute jetzt meinen reinkicken zu müssen. Der Unity hat geschrieben, Server ist aktuell wegen technischer Gegebenheiten nicht erreichbar. Wir arbeiten daran, den Lack schnell wieder zum Laufen zu bekommen. Kurze Zeit für einen Tee, sorry. Also haben die gerade Probleme. Naja, alles, wir gucken morgen Week 2 von Dings. Ich möchte nicht alles so auf einmal rausbraten.
Sagt mir doch mal viel lieber, was ihr über die Änderungen, was ihr von den Änderungen haltet. So, ganz egal, ob ihr jemals RP gespielt habt oder nur Zuschauer seid. Spiele momentan gar nichts mehr mit RP. Aber Lumi, du kannst mir mal deinen Discord-Tag geben. Hier gibt's eine Katze, die rennt irgendwo draußen rum. Also nicht draußen, sondern unten irgendwo im Haus. Autoregel ist übertrieben, Rest passt, fühle ich. Ich habe nur die Hälfte mitbekommen. Feini. Wie wird's das mit dem Cop-Equipment im EP ausspielen, Bruder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie wir das ausspielen sollen, ob wir überhaupt noch Cop-Equipment haben. Auf einer Seite sind die Autos jetzt nichts wert geworden, also nichts mehr wert. Und auf der anderen Seite sind die Cop-Sachen, die du aber hast, unfassbar wertvoll jetzt. Einen Taser zum Beispiel. Bruder, du kommst auf diesem Server nie wieder einen Taser, weil das verboten ist. Nie wieder. Die sind so unfassbar viel wert jetzt. Für jemanden, der Wert darauf legt. Wo soll ich dir schicken? Warte, ich schreib dich an, Alumi. Kuss. Emre, danke schön für den Resub im 4. Buddy. Della Luna, danke schön für den Prime-Sub. Herzlich willkommen. Dimrider, danke für den Prime-Sub im 10. Mert, danke schön für den Gifte-Zap. Motorbutte Nixe, danke für den Prime im 4. Schmierkast, danke für den Gifte-Zap an Alumi. Unicard. Dankeschön für den Sub und herzlich willkommen. Don Freeze, danke für den Resub im 6. Du kleiner Dings, Blood Member. Ich küsse deinen Nacken. Real Red Rider, dankeschön für den Prime Sub. Herzlich willkommen. Frontsau, danke. Und allen den Rest auch vielen Dank. Sorry. Aber ich war gerade so im Redefluss. Ich war mega im Flow. Was ich nie in GTA-RP-Streamer-Szene verstanden habe, ist, warum es so verpönt ist, nach anderen Streamern zu fragen, mit der chargiert. Das ist kein RP-Ding, Bruder, das ist so ein Twitch-Ding. Das hat sich irgendwann mal, also so habe ich das mitbekommen, dass sich das irgendwann mal so etabliert hat, dass man nicht... Oder meinst du jetzt, dass du nach einem RP-Charakter fragst oder nach dem Streamer dahinter? Ja, Ska, was soll ich machen? Also ich habe nichts dagegen, wenn man nach einem RP-Charakter fragt, aber es ist verpönt und nicht gern gesehen, wenn man im Stream kommt und fragt, streamt Mila auch? Oder wie ist der Stream von dem, mit dem du gerade redest und so? Weil das oftmals als Werbung gesehen wird, genau. Weil ich entscheide, für wen ich Werbung mache und wen ich hoste und bla bla bla. Das mit dem Funkreden und Tasern kann man aber auch anders lösen. Du kannst immer alles anders lösen, aber die Leute wollen das nicht lernen. Funkgeräte sind so ein mächtiger Server, ach, so ein mächtiger Gegenstand für Crime-APler. Dass dieses Balancing zwischen den zwei Fraktionen oder drei, sogar mit Zivilisten, das nimmt so einen Sprung an. Das ist einfach nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Ich finde die Autoregel verständlich aus Serversicht, aber für die Gangs, die ja fast alle das Auto haben, ist das doch wie ein Schlag ins Gesicht. Haben jetzt ein Auto, was nichts mehr wert ist, vielleicht Tauschprämie anbieten und Schrottpreise damit jetzt gar nichts mehr von dem Kauf des Autos haben. Ja, könnte man machen. Wäre cool, wenn man das machen könnte, klar. Weil die sind nichts mehr wert. Die Dinger kannst du in eine Tonne kloppen. Du kannst mit denen nichts mehr anfangen. Und die wurden ja nicht gekauft, um damit rumzucruisen, weil das schicke Autos sind und weil die das Auto fühlen. Sondern die wurden explizit dafür gekauft. Das sind unsere Polizeiautos quasi. Mit den Autos könnte man doch einen Händlerrückrufaktion machen. Kann man defektes Gasbett oder so geht's so. Könnte man, ja. Vielleicht haben die Leute sich ja was überlegt. Wer weiß. Wäre nicht Squad-Stream auch nice und sich gegenseitig supporten und damit halt niemand so doof fragt? Champ, wie meinst du das? Dass ich jetzt zum Beispiel einen Squad-Stream mit Johnny mache? Ich antworte ja auch darauf. Meistens. Wenn jemand fragt, wer ist denn der Streamer, wenn er einen Mod nicht vorher schon weggepurcht hat. Wollt ihr den nicht morgen nur FIB-Leute hochnehmen, was ja jetzt nicht mehr geht? Wie spielt man das jetzt aus? Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin nicht der Kopf der Organisation. Aber wir werden auf jeden Fall eine Lösung finden.
Das, im Prinzip ist unser ganzes RP, was wir jetzt geplant haben über die letzten Tage, im Arsch. Wir wollten uns ja nicht die Waffen, also SMGs und Cop-Equipment besorgen, um damit rumballern zu gehen, sondern für eine noch größere Story, für noch größeres RP. Aber das wissen die Leute ja nicht, das wissen ja die Polizisten nicht, das wäre ja Meta. Wenn Autohäuser bespielbar wären und diese die Ausgabe der Autos regeln, das heißt, wenn 20 Jugular im Monat bestellt sind, werden die dann für 2 weitere Monate nicht mehr bestellt. Haben wir sogar auch gemacht auf Alternate. Wir haben gewisse Autos einfach beschränkt, also Lumi und so, die das bespielt haben, damit nicht zu viele, weil damals die Meta auf Alternate war, zum Beispiel Chef da, damit nicht zu viele Chef das rumballern. Illusion, danke für den Restart im 5. Aber du brauchst auch Leute, die das bespielen, ne? Jeder kennt das auch, dieses Frustrierende, du fährst im Auto aus, ist keiner da. Du brauchst halt Leute, die viel spielen und die das auch gerne machen, da abzuhängen. Deshalb ist so eine NPC-Variante besser, die von den Autohäusern her. Weil dann steht deinem RP einfach nichts mehr im Weg. Du gehst arbeiten, du hast das Geld gespart und weißt, du kannst dir sofort das Auto kaufen. Das andere wäre natürlich RP-fördernd. Aber wie gesagt, dafür musst du jemanden finden. Ich geh mal zu den News. Warte, ich schreib mir mal kurz. Wie ihr Bock habt, wie ihr heute abhängt, meine Asta hat doch zum Beispiel auch auf das Problem und es nervt euch ja auch. Oder Linkskämpfer findet das nicht so schlimm, auf Streamer angehört, zumindest alles ein Game. Meine Leute, mit denen ich zusammenspiele, sind alle unten verlinkt in der Siemens Neugruppe. Guten Tag, ich wünsche der Crime PC-Szene einen angenehmen Abend. Tag. Guten Morgen. Bis mich. Hallo, wer ist da? Gerne vorstellen, bitte. Ich bin's, die Kürdis. Ja, gut. Was sagt ihr zu den Änderungen? Wir sind alle begeistert. Ja, die Autos, du kannst jetzt halt alle Autos in der Tonne kloppen. Denn 90% von den Autos, ich halte mich bedenklich. Egal, ob für Crime oder so zum Fahren, kannst du halt einfach eine Tonne kloppen. Außer die jetzt halt für so werden. Die Buggys sind auch weggesperrt, ne? Oder? Ja, das war dieser Vagrant. Ja, kannst du wegschmeißen, kannst du alles wegschmeißen, Junge. Wir können froh sein, wenn die uns im RP überhaupt noch einer abkauft. Aber wie spielt man das aus, ne? Wäre ich das Autohaus, also dieses Autohaus, was da geht, ich würde dafür nichts kaufen. Weil die kriegst nicht weg. Das krasste Fluchtfahrzeug ist einfach nicht, also das darf man immer noch benutzen. Das habe ich ja vorhin auch gesagt, die Meta wird sich ändern, es werden andere Autos gefunden, mal gucken, wie die darauf reagieren. Wahrscheinlich werden die das dann auch sperren. Dann kannst du mit einem Tornado rumballern. Einfach mit BMX, mit 300 durch Stadt. Ja, das wird ja dann auch verboten. Das ist halt der falsche Weg. Oder willst du rennen oder was? Aber wie würdet ihr das denn jetzt ändern mit den Fahrzeugen? Man kann ja immer sagen, ja, ist der falsche Weg, ist scheiße, aber wie würdet ihr das ändern? Kannst du nicht, aber eigentlich ist es gut, dass alle mal die gleichen Karren fahren, weil dann wirst du nicht an der Karre erkannt. Das war ja auch immer so ein Problem. Du hast die Leute gesehen in der Karre und sagst dann, ja, die gehören da und dazu. Ja, das wird sich durch Regeln nicht regulieren lassen. Die Leute werden eine Meta finden und die werden, ob das jetzt ein Chef da ist, ein Jugular, die werden immer, diese Crime-Dinger werden immer das gleiche Auto fahren. Ja klar, jetzt fahren die jetzt halt mit Neon rum, Revolta, VSCR. Ja, aber die Frage ist halt, wie spielt es das im RP aus, dass auf einmal 50 Gangs ihre ganzen Jugulas verkaufen? Keine Ersatzteile mehr. Der feinste Kicker wird doch auch, ey Jungs, das so, warte, wir dürfen gar nicht Jugular fahren. Scheiße. Ja, das ist halt schwierig, ne? Oh, gut. Aber was machst du, wenn du jetzt mit einem Jugular privat unterwegs bist? Zum Knochen, wenn die ganze Straße da verschitzerig hat. Sagen wir mal, du bist jetzt mit einem Jugular normal unterwegs, du hast gar nicht die Intention, irgendwas zu überfallen, aber du kommst dann, was weiß ich, du fährst an einem Likorstore vorbei und Jamal kommt da rausgerannt, weil der gerade ein Dings überfallen hat, ohne dein Wissen. Und der sagt, yo, nimm mich mit. Willst du dem dann hinterherrufen? Ja, Bruder, ich kann dich nicht mitnehmen, du bist kriminell. So, das ist halt richtig schwer, also ich würde es machen, irgendwie. Ich auch. Aber das ist halt richtig schwer, ne, das auszuspielen. Aber ich kann dich jetzt nicht mitnehmen, weil das Auto ist verboten. Ich muss da an diese PD-Szene denken. Ich kann mir da auch kurz gut vorstellen, der dann sagt, ich will nichts von Kriegenheit zu tun haben. Und dann einfach wegfährt. Oh Mann. Was machen wir?
Also dann wird doch die Regel ausgehoben, aber Regeln auszuheben ist auch Schwachsinn. Allgemein, irgendwas zu beregeln ist doof, aber ja, manchmal also muss das sein. Weil wir wissen ja auch, wir wissen ja auch nicht, was andere Gangs mit den Autos machen. Wir aber fahren jetzt nicht auf Berge, aber ich habe schon Clips gesehen, wie welche damit auf Berge knattern und so. Das Problem ist einfach, das wird so viel Supportarbeit für den, weil jeder im Support rennen wird. Weil dann sagen die, ja, die Regel haben die nicht richtig beachtet oder die wurden nicht richtig ausgehoben und dann musst du wieder im Support. Ja, ich denke mal, dass die daran versuchen, den Support ein bisschen zu entlasten mit solchen Sachen, indem die irgendwo einen Riegel vorschieben. Aber du musst halt daran denken, das gibt jetzt noch mehr Terror. Ja. Weil nämlich genau durch solche Dinger, ne? Weil es gibt auch Leute, die kennen nicht alle Automarken und dann sagt einfach ein Cop, der sich vielleicht nicht so gut auskennt, ja, der fährt doch da mit einem Jugular gerade, jetzt drücke ich mal F7 und dann gehe ich anzeigen. Und schon wieder werden Ressourcen von Menschen verschwendet, die das auf freiwilliger Basis machen. Ah, oh, chillig, danke Toni. Ich bedanke mich, Toni. Wird ein solches Fahrzeug in eine Situation reingezogen, zum Beispiel Kontrolle durch die Polizei, entfällt diese Regel. Mempel? Warte mal. Ich schwöre dir nackend in der Hand, diese Regel wird ausgehoben. Ich sag jetzt nicht von uns, aber diese Regel auszuheben ist jetzt so einfach eigentlich. Ich sag jetzt zum Jamar und zum Leon, fahr mal mit dem BMX den Shop ausrauben. Wir stehen gleich zufällig da. Oder wir sind da auch in der Nähe. Und zack ist die Regel weg. Und jemand, der nicht streamt und den du nicht permanent ghostest und so, wirst du halt nicht heraus. Oder wie willst du das in einer Situation, wo du als Polizist dazukommst, woher willst du wissen, ob dieses Fahrzeug gerade in da reingezogen wurde oder nicht? Ich glaube, die wollen ja auch erstmal gucken, wie es läuft, ne? Deswegen steht ja dahinter auch erstmal temporär. Temporär, ja. Ja, ja. Aber wie könnte man, das anders klären, Jungs? Wie könnte man das anders klären, dass diese Fahrzeuge nicht so krass abused werden? Ich glaube, ich habe das vorhin gesehen im Chat. Du machst die astronomisch teuer. Du musst halt, das Problem ist ja, die sind ja also zugänglich für jeden. Neuer Waffen oder begrenzen für Aktionen, dass man nur ein oder zwei davon benutzen darf. Ja, aber das ist ja auch wieder eine Regel. Ne? Ja. Oder was glaube ich am besten wäre, ist, wenn man dieses System rausnehmen würde, dass man seinem Auto selber ein Nummernschild verpassen kann. Und dass man nur Autos ohne Nummernschild bei einem Crime-Autohändler kriegt. Aber weißt du, warum das passiert? Also das Problem ist einfach, die Leute fokussen die Nummernschilder auch so hart. Weißt du, wie die Leute einfach hinterherrennen, einfach nur versuchen, das Nummernschild rauszukriegen? Ja klar, Mann, da gibt es auch bestimmt welche, die Screenshots davon machen. Die drücken Alt F10 für Shadowplay und hast das Nummernschild. Das wird abused. Deswegen muss es ja diese Nuller-Kennzeichen geben, was halt abartig ist. Ja, Mempel, hast du recht. Das ist halt schwierig. Man muss sich einfach das Gedanken machen, so da jetzt auf... Von jetzt auf gleich da eine Idee zu finden, ist halt schwierig. Das mit den Waffen finde ich aber gut. Auch wenn das unser RP jetzt komplett zerstört, aber das hat einfach Überhand genommen. Ja, allein die Aktion ja heute, ich habe das überhaupt gar nicht gefühlt, ehrlich. Ja, eine kriminelle BMX-Gang, yeah. Wenn man da aber auch hingegen kommt, ne, mit so einem Waffentypen, der dann zu uns oder zu einer Gang kommen würde, wo man weiß, die machen ein gutes RP und denen irgendwas anbietet. Vielleicht. Das sollten einfach nur auserwählte Leute so Langwaffen. Ja, aber ich fühle auch keine Langwaffen, wenn ich ehrlich bin. Nicht für die Crime-Dinger. In manchen Situationen. Klar sieht das cool aus, aber du weißt es genau, ne? Du weißt das selber, Dritzmann. Ja. Da muss ja keine AK sein. So was Kleines wie bis jetzt, so OC ist in Ordnung, sagen die nicht so auf Server gepumpt werden. Weißt du, was ich meine? Ja, wirklich dann wirklich nur ausgewählte Gruppierungen, wo man weiß, die können vernünftig damit umgehen und die sind nicht darauf aus, jetzt alles hops zu nehmen damit. Und vielleicht auch die Regel von diesem Waffenhändler selber, dass man solche Waffen niemals gegen Zivilisten einsetzt, wie wir das auf Alternate hatten. Das hat gut funktioniert. Einfach mit der Bedingung, wenn du die Waffe einmal gegen den Zivilisten einsetzt, ne, verliert ihr diesen Status, dass wir nochmal mit euch Handel betreiben, finde ich. Dann wird das doch keiner benutzen. Meinst du aber, unter Zivis ist nicht andere Gangs, du meinst einfach nur normale Zivis, ne? Ja, normale Zivilisten. Ich rede jetzt sowas von wie, du bist gerade eine neue Gang und du versuchst dich aufzubauen und machst kleinen kriminellen Scheiß und gehst vielleicht Leute am Erdbeerfeld oder so hochnehmen. Was zwar keinen Sinn macht, aber manche machen das, dass du nicht dann da stehst mit einer Uzi oder Scorpion, weißt du, und die damit bedrohst. Ja. Weil die haben im Endeffekt eigentlich eh keine Chance. Kann man eigentlich Strichcode-Nummernschilder machen? Nein, aber es gibt trotzdem welche auf dem Server, die so I, großes L machen und so, weißt du? Die dann versuchen, diese Dings da auszuhebeln. Naja, auch mit dass O. Dass die angemeldet sind, ja, oder O und so. O und Null. Dass die angemeldet sind, aber Nummernschild haben, so. Ein auf verdeckte Basis. Also wie M und N und so. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu machen, aber es ist halt...
Bald gibt es auch Barcode als Kennzeichen. Ah. Muss mit Handy gehen und Dings einscannen. QR-Code hinten dran. Einfach Uzis und Tech-Nines für die Hood und Gusenberg für die Mafia, mein Bruder. Sorry, dass ich dir das sagen muss, aber Gusenberg ist einer der krassesten Waffen in dem Spiel. Die kannst du auf keinem RP-Server reinbringen, Alter. Das geht nicht, Junge. Gusi ist zu wild. Gusi ist wild, Alter. Du haust es so mit rein, Bruder. Das ist einfach nur ein Strahl, die Knarre, Alter. Ich mach eigenen Server runter. Vielleicht Max, nicht mal Scorpion. Scorpion ist auch ziemlich krass. Ja. Vielleicht in einem Monat so 3, 4 Techlines. Wenn man wirklich dahin gehen möchte, so. Mit diesen automatischen Waffen. Maximal Techline. Aber das mit diesen Knarre weg. Aber ich würde das auch fühlen, beziehungsweise zum Ausgleich, wenn es so einen Waffendealer geben würde mit Techlines, dass die Polizei oder eine gewisse Einheit wie eine G-Unit damit Karabinern ausgestattet wird. Du hast immer noch als Crime-Appealer trotzdem den Vorteil, dass du mit deinen Jungs spielst und viele aus der Crime-Szene einfach auf Gang Wars-Servern unterwegs sind und, ne? Diesen Aim-Vorteil und so. Aber allein, dass man überhaupt darüber nachdenken muss, Alter, und das ansprechen muss, Aim-Vorteile auf einem RP-Server. Das so. Nennt man auch heutzutage RP-Training. Ja. Hat man einen sehr weiser Mann gesagt. Er spielt ja nicht 3 Stunden Gang Wars vorher, vor dem RP. Immer aufhören, klar. Lernen. Geht zu 3. Das Ding ist, selbst Tech-9 war nicht wirklich gesund für den Server, ihr die hattet. Wir hatten aber auf Alternate AKs auch. Hm. Wir hatten noch nie einen. Doch, GTA Live. Da hatten wir Uzis. Nur Uzis. Aber GTA Live ist auch wieder eine andere Sache gewesen. Da waren wir zum Beispiel die einzige Gang, die einen eigenen NPC hatte, der nur uns Waffen verkauft hat. BF400 erstmal gesperrt lassen. Ja, die würde ich aussperren. Warum? Weil die einfach dafür benutzt wird, was zu machen und dann über die Berge abzuhauen, Junge. Als wäre hier jeder auf dem Server der Almühi, Junge. Aber dann musst du halt nicht die Dinger. Ja, was? Dann soll man nicht die Karren sperren, sondern einfach dieses über Berg abhauen. Das ist verloren, wer das macht. Ja, aber ich glaube, da liegt nicht nur daran, dass die Leute über den Berg abhauen, sondern einfach jeder Schwanz benutzt diese Autos. Als wir auf Unity kamen, habe ich diese Buggies nicht rumfahren sehen. Kann nur sein, dass ich die, ne, da Zufall war. Das musst du mir mal sagen, Dritzmann. Wurden die Buggies vorher gefahren? Was meinst du jetzt? Ich hab grad nicht zugehört. Wurden vorher die Buggies gefahren, bevor wir so am Start waren? Der ist ja auch neu. Die sind doch neu. Ach, die sind neu, okay. Ja. Die kamen noch mit dem letzten Update. Also was heißt Update? Ja, aber da wurden die neuen Fahrzeuge hinzugefügt und da war der dabei. Da bin ich mit Jamar aus Jux einfach, weil wir gesehen haben, da fahren welche mit rum, haben einen so aus Spaß gekauft. Ja, und dann habt ihr gemerkt, dass die wild sind. Da habe ich gemerkt, das Ding geht richtig steil. Und ja, haben dann mehrere, glaube ich, gemerkt und ja. Ja, aber das mit dem CSGO-Modus im RP, das kriegst du nicht mehr aus den Leuten raus. Geht nicht mehr. Das kann keiner verändern. Das ist einfach so. Das ist einfach Teil davon geworden. Danke, YouTube, RP-Highlights. Ja, das ist, jeder will diese wilden, ich mache einen Kinobalken über meine HP-Leiste, Frack-Movies ballern. Auf jeden Shot ein mit Night Level im Hintergrund und ging. Und dann am besten noch die Kommentare da unterschreiben: Wild, Bruder, Brettchen. Und Feuer-Emoji so. Ja. 100% Zeichen. Das kriegst du nicht weg, Junge. Kriegst du einfach nicht weg. Genau so und nicht anders. Ja, schade, ich hätte jetzt nur gerne mit einem Frank und so gespielt, Mann. Ich wollte wissen, was da los war. Aber kann man ja morgen machen. Guck doch einfach streamen. Boah, Junge, weißt du, wie ich abgehen würde, wenn ich Meta machen würde? Was? Ja, weißt du, jetzt stell dir doch mal vor, du würdest Meta machen. Du musst nicht mehr RP'en, um an Infos zu kommen, du weißt alles so. Das ist das nicht wie ein CSGO-Cheaten so, da du weißt, wo jeder steht und so eine Kacke? Also wenn CSGO cheatet, wurde er, hat alles verloren. Guck doch einfach VOD. Ne, ich will halt im RP erfahren, Uni, das ist cooler. Außerdem hat der Uni dich gerade beleidigt, Finn. Der meinte, du bist mal wieder nicht besoffen. Ja. Drei Kreuze im Mund. Gibt es denn mittlerweile immer noch kein gutes Damage-Script für Autos? Massive Schäden an Autos führen zur Unbrauchbarkeit. Es gibt bestimmt gute Scripts, aber Rage Impair, Lumi, Kappa. Du kannst Rage, was das betrifft, einfach in die Tonne kloppen. Ja, das wäre halt wie King so.
Ja, musst du halt wie switchen. Da hast du. Oder auf das 1er-Update warten von Rage, was schon draußen ist, aber zu verbuggt. Ich hab auch mal, weißt du, was ich mal für einen Clip gesehen habe, so ohne jemanden an den Pranger zu stellen oder zu sagen, jetzt ist voll scheiße so. Aber es gibt Leute, die haben einen Platten im Auto auf Rage und die gehen dann einfach aus der Sync-Range raus und dann kommen die wieder und das Auto ist wieder repariert. Das Beste ist Fahrerwechsel. Ja, Fahrerwechsel. Natürlich. Du musst halt richtig. Hast du auch einen Platten? Nee, du musst halt richtig. Sehr gut. Wenn du einen Server hast, musst du halt richtig so KGB-Leute haben, ne? Du musst immer P-Leute haben, die beobachten. Du musst am besten noch Zuschauer in irgendwelchen Streams haben, die beobachten, damit alles mit so eine Kacke, Alter, alles direkt gelöscht werden kann. Vom Server runtergekickt werden kann. Es gibt auch Leute, die fahren mit LKW ins Wasser. Ey, wie der Uni zum Beispiel. An den Clip erinnere ich mich auch noch. Uni war Cannabis machen, hat einen Dings, einen Pony oder so. Polizei hinter dem her, ich glaube, der Albrecht, was macht Uni? Alter, erstmal straight in den See rein zu einer Cooper. Hab ich oder gefühlt. Oder Coca, ja. Ich glaube, der wurde, hab ich gefühlt. Im Endeffekt keine schlechte Sache, ne? Mit Koks im Wasser, wenn die Päckchen dann aufplatzen und so, ist am Arsch, aber ist halt nicht die sehen. Ach, das ist ein PC-Bug-Using, Baba. Es gibt doch auch auf Rage diesen C-Bug, also so ähnlich. Keine Ahnung, ich glaube, das hat gar keiner auf dem Schirm. Ich weiß nicht mal, ob das verboten ist, aber ich glaube nicht. Weil das eben keiner auf dem Schirm hat. Ist halt ein Feature vom Spiel. Ach, wegen der schneller Schießen, meinst du? Ja. Na, natürlich. Ich meine, du kannst halt im echten Leben ja auch kontrollieren, wie schnell du schießt, ne? Bis zu einem gewissen Maß. Ja. Und wenn das halt die Animation dafür ist oder dieses Verhalten, damit du schneller schießt, dann ist das halt so. Müsste man aber vielleicht mal melden. Aber es ist eigentlich so bekannt. Ja, ich glaube nicht, dass die da auf dem Schirm. Das ist wie der Hold Breath Bug damals in Arma. Ja, das. Da bist du kurz in die Config reingegangen, hast eine Taste belegt und fertig. Oder du schreibst die Config und man kann es nicht wenden. Hatte ja der Werte Curtis letztens unter der Brücke. Ich hab mal geguckt, aber ich komme damit nicht klar. Nicht. Ja, ich weiß, Bahnhofstoilette. Du kannst bei Rage so einige Dinge machen. Und es gibt auch viel schlimmere Dinge, die zum Glück noch nicht so bekannt sind. Oder bisher nicht bekannt. Ja, aber die gibt's schon sehr lange. Aber dafür brauchst du ein gewisses Know-how. 6 Uhr, die Sonne geht auf. Ja, Uni, hau mal rein im Discord. Ich will das nochmal sehen. Ich weiß, hast du eine Strafe dafür bekommen? Ich glaube, du hast einen 24-Stunden-Bann bekommen. Wie geht's dem Uni eigentlich nach der Niederlage? Heute frag ihn mal. Warum? Der hört dich doch. Warum hat Bayern verloren, oder was? Ja. Der ist ja jetzt kein Bayern-Fan mehr. Der ist ja Erfolgs-Fan. Der ist ja jetzt Schalke-Fan oder so. Der hat ja sofort die Fahne von der Wand gerissen und die Poster, Junge. Lange 04. Der glaubt, der ist richtig mad, Alter. Bisschen. Erfolgsfan und Schalke, ne? Das passt aber nicht so ganz. Was ist denn dieses Schalke 1-11-Meme? 1-11? Ja, da hat gerade einer geschrieben, Schalke 1-11, meinst du? Ach, ich glaube, weil die noch keinen. Die haben, glaube ich. Ach so, das ist ihr Torverhältnis. Ein Tor, 11 gegen Tor. Ja, das ist ihr Torverhältnis. Ja, Mr. Pickett, ich habe auch öfter einen Ohrwurm davon. Wenn man überlegt, wie krass man gehypt war damals, als die Server dann auf Rage gewechselt sind und heutzutage merkt man, dass Rage halt auch nicht das Geld von Iris. Aber immer noch besser als GTMP, wo du jede 15 Minuten gecrashed bist, Alter. Wo jeder im RP vor einer Aktion restarten musste, damit du in den nächsten 15 Minuten nicht crasht. Aber auf Alternate ging's eigentlich, ne? Auf Alternate gab's keinen. Ja doch, die haben. Ja, aber. Es gab Crashes, aber irgendwann haben die Deathstart gefixt bekommen. Irgendwann hat die Szene rausbekommen, woran das lag. Das lag nämlich an dem. Boah, Junge, wie hieß denn das nochmal? Diese Sync-Range, die war standardmäßig Dreaming irgendwie Range. Die war standardmäßig irgendwie auf 600 Meter eingestellt und dann haben wir die runtergeballert auf 150 oder 200. Und dann wurde das dadurch gefixt. Fick deine Szene. Nein. Der macht die Scheiße halt echt rein. GTMP, Kreis-RP einfach durch fliegende Autos bändern, war doch top. Das mit dem fliegenden Autos war auch immer Kicker und das lag daran, das hat mir der Dings damals erzählt, der Mr. 30K. Das Auto
manchmal die Position mit dem Spieler, also mit dem Besitzer gewechselt hat und deshalb sind Autos rumgeflogen. Vor allem, wenn der Sink dann überlastet war. Aber das war wild, diese fliegenden Dinger. Was geht, Shorty? Ja. Ja, ja. Bin mal kurz im Kopf. Ich bin auch mal kurz im Handschuhfach. Chat, was soll man machen? Server Funke nuckelt gerade nicht. Haben geredet. Heute war komisch, muss ich ehrlich gestehen. Heute war echt komisch. Aber war auch wieder für die Character Story eine coole Entwicklung. Ruf mal Dings an. Niemals. Naja, keine Among Us. Wir haben 12:30. Hat leider alles nicht so funktioniert wie heute. Wir werden mal gucken, wie wir uns darauf einstellen mit den Änderungen. Da werden wahrscheinlich wieder Kreis-AP-Gespräche geführt und neue Dinge verhandelt und bla bla bla. Ja, Frank ist on, aber ich, ne, guck mal auf die Zeit. Ja, das ist meine Zeit jetzt. Welche Französin-Uni? Keine Ahnung, John. Ja, komm, wir gehen. Ach nein, wir machen morgen. Nichts gezwungen, ich bin müde. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ist egal, wir machen das morgen. Wir fahren morgen alles. Ich will jetzt nicht unnötig den Schlafrhythmus komplett aus dem Leben holen. Ich kam heute absolut nicht aus dem Lachen raus, dass im Auto mit mir immer abging. Sherry? Was, Sherry? Stream. Oh mein Gott, Alter. Ich Max, was selber. Ist mit Sherry? Ja, Uni meinte die. Ach so. Ich dachte schon, die wäre live, Alter. Ich weiß nicht, wie ich das RP heute beschreiben kann. Für mich war das sehr komisch. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich bedanke mich für den Support. Für eure Liebe, für alles. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns später. Okay? Morgen wird alles wieder vernünftig laufen. Toi, toi, toi. Tschüss und wunderschöne gute Nacht. Kussi. Schlaf gut und benimmt euch, wohin ihr auch immer geht. Tschüss.